Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte. Heute geht es um die 5%-Hürde bei der Europawahl 2009. Vorgestern, am 3. Mai 2011, war im Bundesverfassungsgericht die mündliche Verhandlung zur 5%-Hürde bei der Europawahl 2009. Es gab dort 7 Verfassungsbeschwerden. Eine davon war ungültig, weil bei den zu sammelnden Unterschriften die Geburtsdaten fehlten. 3 von den Verfassungsbeschwerden wurden in der mündlichen Verhandlung dort verhandelt. Das war einmal die Verfassungsbeschwerde von Herrn Guido Strack, den wir auch gleich in der Sendung live begrüßen werden. Außerdem wurde dort verhandelt die Verfassungsbeschwerde von Herrn Professor Dr. Hans-Herbert von Arnim. Und es wurde verhandelt die Verfassungsbeschwerde von Herrn Matthias Kanto, den vielleicht viele von der Seite wahlrecht.de kennen. Von den Verfassungsbeschwerden, die nicht geladen wurden, da ist uns von unser Politikblog die von Professor Dr. Klaus Buchner bekannt und der vertreten wurde von Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider, den viele auch im Zusammenhang mit Verfassungsbeschwerden zur EU und zum Euro kennen. Gäbe es keine 5%-Hürde, dann wären nach laut der Verfassungsbeschwerde von Herrn Guido Strack 8 Politiker nicht ins Europaparlament eingezogen, dafür dann stattdessen 8 andere. Die Politiker, die demnach ins Europaparlament durch die 5%-Hürde eingezogen sind, sind von der CDU Herbert Reul und Birgit Schnieber-Jastram, von der SPD Konstanze Krehl und Norbert Neusel, von den Grünen Elisabeth Schröter und Gerald Häfner, von der FDP Britta Reimers, von der CSU Martin Kastler. Die Politiker, die nicht eingezogen sind durch die 5%-Hürde, sind von den Freien Wählern Armin Grein sowie Frau Dr. Gabriele Pauli, damals Freie Wähler, danach Freie Union, inzwischen parteilos. Von den Republikanern, die Frau Winkelsett, von der Tierschutzpartei Bernhard Eck, von der Rentnerpartei Dieter Balk, von der Piratenpartei Andreas Popp, von der Familienpartei Arne Gericke, von der ÖDP Professor Dr. Klaus Buchner, der auch selber geklagt hat. Wir haben dort am 3. Mai im Bundesverfassungsgericht mit einigen der betroffenen Politiker Interviews geführt. Und von diesen möchten wir dann als nächstes das Interview einspielen mit Herrn Dieter Balk von der Rentnerpartei. Und danach werde ich mich live unterhalten mit Herrn Guido Strack, einem der Kläger. Bitte das jetzt um Einspielung. Dienstag, der 3. Mai 2011. Unser Politikblog berichtet aus dem Bundesverfassungsgericht. Es geht um die 5%-Hürde bei der Europawahl. Wir sprechen mit Herrn Balk, dem damaligen Spitzenkandidaten in der Europawahl 2009 von der Rentnerpartei. Wie stehen Sie zur 5%-Hürde? Wie ich dazu stehe, wir müssen bei der Europawahl alle mit einbeziehen, alle Menschen. Das machen wir heutzutage nicht. Wenn ich nur mal rechne, dass hier allein 57% sind nicht zur Wahl gegangen, 43% waren es nur. Wenn ich dann rechne, dass noch wieder ungefähr 7% von diesen 8 oder von diesen 7 Parteien sind, die nicht mitgezählt werden, also die nicht mitvertreten werden, sind das also ungefähr nur 35%. Und da werden unsere Bürger müde. Die werden ganz doll müde, damit die sagen, was soll ich denn mit Europa? Ich kann doch gar nicht mitsprechen. Uns haben sie gesagt, immer wieder gesagt, die etablierten Parteien kann ich nicht wählen oder die will ich nicht wählen. Wenn ich sie wähle, geht meine Stimme eventuell verloren. Sie sind ja über 0,5%, Sie bekommen ja staatliche Förderung, ist ja nicht ganz verloren. Ja, es ist nicht ganz verloren, aber wir sind keine Partei, die Gelder haben, wir wollen Gelder haben, aber es geht bei uns nicht ums Geld, sondern wir haben damals 0,8% erreicht, das hieß, das war ja unsere erste Europawahl, wir sind die erfolgreichste Rentnerpartei Deutschlands geworden, die anderen hatten 0,4, wir hatten 0,8, dadurch sind wir in die Parteienfinanzierung gekommen, aber dadurch hätten wir eins gehabt, wir wären im Europaparlament gewesen, wir hätten ein Zeichen setzen können, ein Zeichen für sämtliche Bürger. Es gibt immerhin ungefähr 20 Millionen Rentner und es gibt 37 Millionen zukünftige Rentner. Und diese Leute, die werden heute einfach ausgespart.
Und hier, da hätten wir ein Zeichen setzen können. Komm, auch wenn ihr euch jetzt rührt, können wir etwas machen. Nämlich, was sagt der Bürger? Was soll ich denn machen? Das hat doch gar keinen Zweck. Was hätten Sie denn konkret, wenn Sie jetzt Europaabgeordneter geworden wären, was wären Ihre Prioritäten im Europaparlament gewesen? Das wäre ganz klar, was wir brauchen. Das ist ja eine Solidarität in Europa. Es darf nicht der Kampf sein, hier, dass es heißt, hier, die haben so viel, die haben so wenig. Wir müssen versuchen, hier die Sozialsysteme aneinander anzugleichen, und zwar die ländermäßig. Es kann nicht sein, dass ein Land 95% oder 90% seiner Renten bekommt. Gibt das ja, wenn ich mir mal Griechenland angucke. Und wenn ich mir das hier in Deutschland angucke, dass hier Leute, also hauptsächlich Frauen, mit noch nicht mal 500 € Rente nach Hause gehen, das kann nicht sein. Nee, da wird natürlich gesagt, wir sollen europamäßig sollen wir zusammenhalten. Bin ich vollkommen mit einverstanden. Aber es kann nicht sein, dass die Leute immer sagen, wir zahlen für Europa, aber wir haben selbst die Probleme. Also wir müssen auf europäischer Ebene müssen wir eine Solidarität bekommen. Wir müssen das sozial mehr in ein Gleichgewicht bringen. Und das wäre meine Aufgabe gewesen, die ich mir vorgenommen hätte, tatsächlich darauf hinzuwirken. Ich habe das Gefühl, dass wir heute in Europa das nicht so sehen. Dass es auch für den Parteien nicht so gesehen wird. Wenn man jetzt die 5%-Hürde abschaffen würde, wären Sie dafür, gar keine Sperrhürde zu machen oder eine niedrigere? Ich würde sagen, gar keine Sperre. Nämlich gerade, man sollte die Leute zu Europa führen. Und Europa gleich mit einer Sperre zu beginnen, das ist falsch. Wir haben es ja gesehen, es waren viele Parteien 2009. Es wären aber nicht alle Parteien mit einem Abgeordneten eingezogen, sondern nur die Parteien, die über 200.000 Wählerstimmen hatten. So, diese Parteien sind reingekommen. Das heißt natürlich auch, dass da eine gewisse Sperre ist, indem man, wenn man zu wenig Stimmen hat, nicht reinkommt. Aber es werden die Leute reingekommen, die Wähler gewählt hätten, mit einem größeren Stimmaufwand. Und das ist nicht der Fall, sondern es sind da die etablierten Parteien. Und ich habe nach dem heutigen Tag, nach den Aussagen der etablierten Parteien, ein Gefühl, dass man einfach Angst hat, es wird eine Macht weggenommen. Man sagt immer, man müsse eine Rückkopplung haben, aber die ist ja im Gesetz vorgeschrieben. Man sagt weiterhin, hier in Brüssel, es würden da hier Schwierigkeiten sein, ein Abgeordneter alleine. Warum macht man nicht eins? Warum integriert man nicht und warum versucht man nicht eine Lösung zu finden? Aber das wollen die nicht. Nämlich wenn die Leute eine Lösung finden würden, dann würden sie an Macht verlieren und Macht möchten sie nicht abgeben. Und deswegen bekämpft man die kleinen Parteien. Es wurde ja auch das Argument gebracht mit der Funktionsfähigkeit des Europaparlaments. Wie haben Sie das aufgefasst und wie stehen Sie dazu? Zur Funktionsfähigkeit, also es ist ja, wenn ich Europaabgeordneter bin, so, ich kann einige Dinge kann ich machen, einige Dinge kann ich nicht machen, aber da muss ich mich doch vereinen. Sondern man spricht doch heute auch mal von einer Vereinigung in der Politik. Und ich kann mich da auch im Europaparlament mit anderen vereinen, sodass wir tatsächlich auch zu einer Fraktion zusammenwachsen. Auch wenn wir unterschiedlicher Parteien angehören. Aber wenn wir eine gleiche Ausrichtung haben, wir haben doch heute auch hier Koalition. Wenn ich das nehme, wir haben hier, ob das nun die CDU ist mit den Grünen oder die FDP ist oder wer das nun ist, ist egal. Das können wir doch in Brüssel machen. Wir sollten doch hier zwar Deutschland sehen, das ist ganz klar, aber wir müssen auch Europa sehen. Und Europa heißt mit anderen verbünden. Nämlich nur so kriegen wir ein vereintes Europa. Ansonsten können wir das, glaube ich, vergessen. Das heißt, dadurch, durch die Anreize, die es gibt, Fraktionen zu gründen, Fraktionen beizutreten, ist der Funktionsfähigkeit Genüge getan in Europa. Genau so sehe ich das. Ich sehe da keine Diskriminierung, denn ich sehe auch nicht da drin, dass die Leute das nicht machen können, dass die jetzt alleine da stehen. Nein, wir müssen eine Vereinigung machen, wir müssen uns da vereinigen, natürlich jeder auf seine Art und Weise. Ob ich nun mit der Politik der Konservativen einverstanden bin oder ich gehe in die Politik und gehe mit den Sozialen zusammen, das liegt ja an dem Parteiprogramm, was jede Partei hat und was jede Partei für Ziele hat. Wir würden uns natürlich ganz stark einsetzen für unsere drei Punkte. Das heißt einmal die Renten- und Sozialpolitik,
auch auf hier europäischer Ebene, weiterhin auf den Sektor Gesundheitspolitik. Und das nächste ist eben die Bildungspolitik, wo wir auch sagen, auch das ist eine europäische Sache. Wenn wir Europa haben wollen, und ich bin für Europa, ich stehe für Europa, ich mache Europa. Wenn Sie mal bei Wahl-O-Mat reingucken, wir haben auch zu Europa einige Stellungnahmen gemacht. Wir sagen, wir brauchen eine europäische Armee. Und wir haben noch mehr Dinge gesagt. Wir stehen dazu, wir wollen das. Aber es muss den Bürgern auch Gelegenheit gegeben werden, ihre Leute nach Brüssel zu schicken, ins Europäische Parlament, und nicht durch die großen Parteien, die wir hier haben, zu blockieren. Sie sagten, Sie wollen eine Angleichung der Rentensysteme. Heißt das eine Art Korridor mit Mindest- und Höchstprozentsätzen oder heißt das gemeinsame Vorschriften für alle? Wir haben ja einen ganz anderen Aspekt da drin mit der Rente. Wir sagen, jetzt mal für Deutschland gerechnet, das müsste man natürlich umrechnen auf andere Länder, wir sagen, in Deutschland eine Mindestrente von 1200 Euro möchten wir eines Tages haben. Das heißt, wir wollen die Bemessungsgrundlage weglassen. Es muss ja finanzierbar sein. Keine Bemessungsgrenze mehr. Eine Mindestrente nach den heutigen Werten von 1200 Euro plus dem, was der Einzelne sich erarbeitet hat. Das heißt, einer, der gar nicht gearbeitet hat, kann keine hier 2000 Euro kriegen. Und derjenige, der gearbeitet hat, dann nicht nur 1200, sondern das heißt, wenn einer jetzt zum Beispiel hier 800 Euro sich erarbeitet hat, dann würde er 2000 Euro haben. Das ist finanzierbar, wenn wir die Bemessungsgrenzen auflösen und wenn wir die Punkte rausnehmen aus der Rente, die da nicht reingehören. Das Gleiche könnten wir bei der Gesundheitspolitik machen, Bemessungsgrenze wegnehmen und das auch angleichen. Wir brauchen keine 170 Krankenkassen. Auch das könnten wir verringern. Jedes Bundesland eine würde genügen. Und das können wir auch auf europaweit, könnte man das auch umbauen, um allen eine Perspektive geben zu können. Vielen Dank. Hier ist wieder live die Sendung Macht und Menschenrechte zur mündlichen Verhandlung bezüglich der Wahlprüfungsbeschwerden zur Europawahl 2009. Wir begrüßen live Herrn Guido Strack, den Beschwerdeführer zu Aktenzeichen 2 BVC 4 aus 2010. Guten Abend, Herr Strack. Guten Abend. Was sind Ihre Hauptgründe? Warum haben Sie geklagt gegen die 5%-Hürde? Ja, weil ich denke, dass es gegen die Chancengleichheit verstößt und gegen den Wahlrechtsgleichheitsgrundsatz. Der Wahlrechtsgleichheitsgrundsatz steht, soweit ich mich erinnere, in Artikel 38 Grundgesetz. Genau, da steht er für den Bundestag und der sollte auch analog im Prinzip für die Europawahl gelten. Und das gibt sich auch als Artikel 3 des Grundgesetzes, der eine Rolle spielt, der allgemeine Gleichheitsgrundsatz, auf den das Verfassungsgericht teilweise zurückgreift. Und ansonsten auch noch aus 21, also der Gleichheit der Parteien. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht doch im Jahr 1979, wie Sie auch in Ihrer Beschwerde erwähnen, schon einmal die 5%-Hürde bei der Europawahl für verfassungskonform gefunden. Was hat sich seitdem so geändert, dass eine Neubewertung erforderlich ist? Ja, schon das 79er-Urteil hat ja gesagt, hat von Übergangszeiten gesprochen, zum Beispiel im Hinblick darauf, dass das Parlament ja eigentlich sich selbst ein einheitliches Wahlrecht geben sollte, das es nicht gemacht hat, und hat auch auf die damalige Situation abgestellt. Und jetzt gab es ja 2008 eine Entscheidung, die sich mit dem Kommunalwahlrecht in Schleswig-Holstein befasst hat, des Bundesverfassungsgerichts. Und da wurde ja noch viel klarer gesagt, es ist jeweils eine Realanalyse, wie der Professor Arnim das nennt, durchzuführen. Es sind auf die konkreten Umstände zu dem Zeitpunkt der Wahl abzustellen und zu gucken, ob die 5%-Hürde zu dem Zeitpunkt bei der Wahl gerechtfertigt ist. Und aus meiner Sicht war sie das 2009, spätestens 2009 bei der Europawahl nicht mehr. Gründe dafür, zum einen, dass halt viel mehr Parteien mittlerweile im Europäischen Parlament sitzen. Die Zahlen sind nicht so ganz klar. Teilweise wird von über 200 sogar auf der Webseite des Parlaments geredet. Wir hatten mal gezählt und kamen so etwas über 160, ich glaube 162. Damals waren es viel, viel weniger. Was sich weiter geändert hat, ist, dass das deutsche Kontingent im Verhältnis der Gesamtzahl der Sitze im Europäischen Parlament kleiner geworden ist. Und nur auf dieses deutsche Kontingent kann eine deutsche 5%-Hürde ja überhaupt Einfluss nehmen. Das dritte Wichtige, was für mich auch ein Hauptgrund war, war, dass es europäische Parteien gibt. Es gab also
Und zwar auch solche, die originär europäische Parteien sind und die im Prinzip insgesamt in Europa antreten wollen. Da gab es Libertas, okay, das gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, aber die sind halt zur Wahl angetreten. Es gab die New Europeans und es gab die Piratenpartei, die es ja sogar geschafft hat, in Schweden einen Sitz zu bekommen. Und da finde ich es halt äußerst unlogisch zu sagen, es gibt europäische Parteien, die auch mittlerweile anerkannt sind und die kandidieren in anderen Staaten. Und dann soll es gerechtfertigt sein, jemanden, der eigentlich schon einen Kollegen quasi im Europäischen Parlament hätte, dann in Deutschland auszusperren, obwohl er die 5%-Hürde, wegen der 5%-Hürde, obwohl er eigentlich aber einen Sitz gehabt hätte. Da habe ich noch eine Verständnisfrage. Es sind ja 99 deutsche Sitze. Und da ist dann für die Frage, ob eine Partei einen Sitz hätte, jetzt ohne die 5%-Hürde, ist dann aufzurunden oder kaufmännisch zu runden. Also auch die Parteien. Es gibt unterschiedliche Wahlberechnungsverfahren. Da gucken Sie am besten mal auf wahlrecht.de nach, da wird das ja alles erklärt, beziehungsweise es steht ja auch im Gesetz, im Europawahlgesetz steht genau, wie das zu machen ist. Es wird also einfach durch die Sitzzahl geteilt und dann wird aber nicht, dann werden erstmal die Sitze vergeben, die zu vergeben sind. Und dann der Rest wird aber nicht direkt vergeben, sondern es wird dann der Teiler wird verkleinert, bis sich die anderen Sitze auch vergeben lassen. Also dieses Saint-Léger heißt das, glaube ich, Verfahren. Aber ich bin jetzt auch nicht der Spezialist für die Wahlrechtsmathematik sozusagen. Jedenfalls ist es nicht eine reine Rundung. Und man kann jetzt auch nicht sagen, eine Partei muss mindestens ein 99. der Stimmen kriegen, um ins Parlament zu kommen. Das hängt jeweils davon ab, wie sich die anderen Stimmen auch verteilen, wie viele Parteien es insgesamt sind. Und das ist immer erst hinterher im Prinzip auszurechnen, genau. Deswegen frage ich, weil... Aber der Bundeswahlleiter hat ja auch in der Verhandlung jetzt auch gesagt, dass meine Berechnungen auch richtig waren. Stimmt. Das Verfassungsgericht hat ja, die Richter haben ja auch gesagt, 8 Politiker von 7 Parteien sind von der 5%-Hürde betroffen gewesen. Es wird auch von niemandem bestritten, dass es sich, wenn man es denn neu berechnen würde, so neu zu berechnen ist, wie Sie das ja auch im Vorspann gesagt haben. Aber die rechtliche Frage ist halt jetzt, ist das Ganze überhaupt verfassungswidrig? Und wenn ja, welche Folgen ergeben sich daraus? Und Folgen gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten. Zum einen, man macht gar nichts rückwirkend, sondern sagt halt nur, der 2 Absatz 7 des Europawahlgesetzes, der diese 5%-Hürde vorsieht, ist beim nächsten Mal nicht mehr anzuwenden und hat damit da auch der Bundestag dann auch die Möglichkeit, eventuell andere Gesetze zu erlassen bis dahin, aber jedenfalls nicht mehr eine klassische 5%-Hürde. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, wir berechnen auf Grundlage des alten Ergebnisses die Sitzverteilung neu. Das ist ja das, was der Herr Canto und der Herr von Arnim fordern. Während ich noch einen Schritt weiter gehe und sage, man muss die Wahl neu durchführen, weil es aufgrund dieser Wasted Votes und Fallbeil-Effekte, dass die Leute einfach denken, eine kleine Partei, die unter 5% fällt, der gebe ich meine Stimme nicht, das wäre eine weggeworfene Stimme. Aufgrund dessen muss man jetzt Neuwahlen ausrichten innerhalb von 60 Tagen, schreibt das Bundeswahlgesetz dann vor und das Europawahlgesetz. Und bei dieser Neuwahl dürfte es dann halt keine 5%-Hürde mehr geben. Ist das, wenn man jetzt sofort Neuwahlen machen würde, wäre das nicht eine Benachteiligung der kleineren Parteien, weil die in 60 Tagen vielleicht gar nicht ihre Unterschriften zusammenbekommen, die sie damals schon zusammenbekamen? Das könnte in der Tat sein. Insoweit sollten die kleinen Parteien, wenn sie denn davon ausgehen, dass das Ergebnis so kommt, wie ich es gerne hätte beim Bundesverfassungsgericht, sich vielleicht schon mal logistisch überlegen, wie sie das dann stemmen können. Die andere Frage ist, ob es da Erleichterungen gibt oder geben sollte. Das weiß ich aber nicht, ob da im Wahlgesetz irgendwas vorgesehen ist. Ob zum Beispiel Parteien, die es beim letzten Mal dann hatten, dieses von diesem Erfordernis freigestellt werden, da es ja eine Wiederholungswahl ist der letzten Wahl. Da bin ich jetzt nicht genug Experte und fit. Ich glaube, das Problem hat sich bis jetzt ja auch noch nie gestellt, dass in Deutschland meines eine umfassende Neuwahlen gab bisher aufgrund eines Wahlprüfungsverfahrens. In Ihrer Wahlprüfungsbeschwerde gehen Sie ein auf den Rechtfertigungsgrund für die 5%-Sperrhürde bezüglich der Funktionsfähigkeit des Parlaments. Warum kommen Sie zum Ergebnis, dass das Parlament auch dann, wenn mehr Parteien einziehen, genauso funktionsfähig ist? Mit welcher Begründung?
Man muss sich ja erstmal angucken, dass das halt die erstmal einer starken Rechtfertigung bedarf und auch einer hohen Wahrscheinlichkeit bedarf, damit dieser Grund überhaupt durchgreifen kann. Weil feststeht, eine 5%-Hürde ist gleichrechtswidrig, weil sie den Erfolgswert Gleichheit verletzt. Also muss es eine ganz massive, klare Gefahr geben, die es da abzuwenden gilt. Und diese klare, massive, klar prognostizierbare Gefahr, die sehe ich halt einfach nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Einfluss halt verschwindend gering ist. Wir reden hier bei den 8 Sitzen über etwas mehr als ein Prozent, also 1, irgendwas, 2 oder so Prozent der Sitze des Europaparlaments, die neu vergeben werden müssten. Und wie da insgesamt eine Stabilitätsgefährdung eintreten soll, vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Kommissionspräsident zum Beispiel, der eine absolute Mehrheit zur Bestätigung brauchte, mit einer Zweidrittelmehrheit, mit 66% der Stimmen gewählt wurde, dass es zur Abwahl der Kommission eine Zweidrittelmehrheit in die andere Richtung wird, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass 1% mehr oder weniger oder anders bei den deutschen Parteien da eine Änderung herbeiführen wird. Außerdem zeigt sich auch, dass das Europaparlament gar nicht mal so sehr nach Parteien organisiert ist. Also wenn man genauer hinschaut, sieht man nämlich, dass es in allen großen Fraktionen, in denen Deutsche beteiligt sind, jeweils auch Vertreter aus unterschiedlichen Parteien ein und desselben Mitgliedstaates dabei sind, die bei den Wahlen noch gegeneinander angetreten sind. Das heißt, die Parteien, über Parteien gewählte Abgeordnete organisieren sich im Europaparlament neu, und zwar nach Fraktionen. Und diese Fraktionsorganisation ist über die letzten 30 Jahre mehr oder weniger konstant. Also es gibt immer so 6 bis 8 Fraktionen und ein paar Leute, die dann halt auch keiner Fraktion zugeordnet sind. Aber im Großen und Ganzen hat sich da über die Jahrzehnte nichts geändert. Und es gibt also auch keinerlei Grund anzunehmen, dass wenn jetzt 7 neue Parteien aus Deutschland dazukämen zu den 162, dass sich dann auf einmal eine riesen Stabilitätsgefahr für Europa daraus ergeben könnte. Und dass diese 7 oder 8 Leute es nicht schaffen würden, sich, sagen wir mal, zu 5 in bestehende Fraktionen einzugliedern, und die 3 anderen gehen dann halt in die Gruppe der nicht fraktionsgebundenen Abgeordneten. Aber ansonsten passiert da einfach nicht viel. Und selbst wenn was passieren würde, das ist ja auch noch ein Argument, beim Bundestag kann ich das verstehen, dass dieses Risiko besteht, weil der Bundestag muss ja auch die Kanzlermehrheit im Prinzip dann auch bereitstellen immer und ist für die Gesetzgebung auch originär zuständig, vor allen Dingen auch für die Wahlgesetzgebung. Das heißt, wenn der Bundestag erstmal nicht mehr handlungsfähig ist, dann könnte er auch das Wahlrecht nicht wieder reformieren. Andererseits, aber hier ist die Situation halt anders, weil dieser Direktwahlakt, der das vorschreibt, ist zum Beispiel vom Rat erlassen. Die Mitgliedstaaten könnten die Verträge ändern, und vor allen Dingen im Moment ist es ja noch so, dass das Wahlrecht zum Europarecht nationales Recht ist. Das heißt, der handlungsfähig gebliebene auf jeden Fall Bundestag kann dann ja immer noch hingehen und dieses Europawahlrecht wieder ändern, weil wenn jetzt wirklich Stabilitätsrisiken darstellbar sind und eintreten würden, dann ist ja wieder eine neue Situation, haben wir ja eben gesagt, dass es halt immer auf die konkrete Situation angeht, und dann wäre ja auch eine ganz andere Prognose zu treffen. Nur jetzt auf die letzten 30 Jahre hingesehen immer gesagt zu haben, es ist ein Stabilitätsrisiko, und diesen Test einfach gar nicht durchführen zu wollen, dann kann man ihn die nächsten 50 Jahre auch wieder damit rechtfertigen, und letztlich wird es nie einen Beweis sozusagen geben, ob diese Prognose überhaupt gerechtfertigt ist oder nicht. Und da, denke ich, sollte es halt einfach, sollte man den Mut haben, diese demokratischen Grundsätze auch zu leben und den Kleinen auch mal die Chance zu geben, zu zeigen, dass sie halt genauso sich integrieren können, wie andere das auch können. Und den Wahlrechtsgrundsätzen einfach zum Durchbruch zu verhelfen. In der mündlichen Verhandlung, die eine öffentliche Verhandlung war, wurde auch angesprochen, die Rückkopplung zwischen Europaparlamentariern und Bundestagsparlamentariern. Wie sehen Sie das Argument? Ja, das fand ich erstmal ziemlich schade, dass es halt in der Gliederung kam, das ja als eigener Punkt auch nochmal vor und wurde dann aber im Prinzip gar nicht mehr aufgerufen, obwohl die andere Seite, also der Bundestag und die Abgeordneten, da doch ziemlich viel zu auch gesagt hatten, dass wir da eigentlich kaum Möglichkeit hatten, dazu noch Stellung zu nehmen. Und ich denke, der entscheidende Punkt dabei ist einfach, dass es eine Rechtsfrage ist, über die wir hier reden, und dass man dann mal anschauen muss, welche Art von Rückkopplungseinschränkung ist denn rechtlich überhaupt zulässig. Das heißt, inwieweit könnte ein Bundestag
dann einfach hingehen und sagen, wir grenzen die Abgeordneten von Parteien, die nicht auch im Bundestag vertreten sind, aus dieser Rückkopplung aus. Und meines Erachtens nach darf er das gar nicht. Das heißt, auch da muss man genauer hinsehen und dieses Rückkopplungsargument ist aus meiner Sicht ein ziemlich schwaches. Wenn man das übertragen würde, auch noch ein Beispiel, dann könnte man ja genauso gut sagen, im Bundestag dürfen nur Parteien vertreten sind, die mindestens in der Hälfte der Landtage oder sogar in allen Landtagen vertreten sind. Denn auch da gibt es ja sicherlich so eine Art Rückkopplungsbedarf, um Fragen halt lösen zu können. Genauso könnte man das zwischen kommunalen Parlamenten oder Ratsvertretungen und Länderparlamenten machen. Überall da gibt es das nicht. Und eine Rückkopplung mit der Bevölkerung, die wird es immer geben. Also die Kleinen haben ja auch ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden und ihrer Klientel und ihren Wählerinnen und Wählern und potenziellen Wählerinnen und Wählern darzustellen, was sie in Europa tun. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann werden sie beim nächsten Mal wahrscheinlich auch nicht mehr gewählt werden, sodass auch da sich vieles einfach auch lösen wird und man keine Angst zu haben braucht. Wie sehen Sie das Argument, was auch geäußert wurde, wenn jetzt mehr Parteien ins Europaparlament einziehen, bestünde die Gefahr, dass Parteien in den Medien sichtbarer werden und dann möglicherweise bessere Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen? Ja, das war witzig. Der Professor Schmidt meinte ja in der Tat vertreten zu dürfen, dass die kleinen Parteien bevorteilt würden, durch solche Regelungen. Also der Schuh ist eher andersrum, dass die kleinen Parteien halt bisher massiv benachteiligt sind, dadurch, dass sie von den Medien im Prinzip gar nicht wahrgenommen werden und auch gar keine Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch mangels Fraktionsgelder und anderer staatlicher Gelder, die sich die Großen ja auch massiv unter die Nägel reißen, diese Art von Öffentlichkeitsarbeit und Parteiarbeit zu machen und zu visualisieren. Und die haben auch nicht die Leute, die in den Verwaltungsräten zum Beispiel beim ZDF sitzen und dann notfalls auch unliebsame Journalisten abschießen können, wie wir das ja auch schon gesehen haben. Also das war nun wirklich ziemlich abstrus, was der Professor da vorgetragen hat. Das erinnert mich daran, ich habe damals hier in, ich komme aus Wuppertal in der Tageszeitung, der Westdeutschen Zeitung, 1998, kam immer nach den Wahlen dienstags, wurden alle Parteien aufgegliedert. Die größeren natürlich wurden mehr beschrieben, die anderen wenigstens noch mit Prozent. 2000 habe ich es nicht mehr gefunden. 1999 weiß ich nicht mehr, wie es war. Und da wurde ich dann aufmerksam und habe gesehen, dass in vielen Medien dann plötzlich irgendwie eine sonstige Hürde eingeführt war. Haben Sie das auch beobachtet oder ist das vielleicht mehr subjektiv? Ja, das Problem hat man ja immer wieder, auch bei der Bundestagswahl oder bei den Landtagswahlen jetzt bei den letzten, da überhaupt mal rauszukriegen, wie zum Beispiel die Piraten, die ja ein ziemlich gutes Ergebnis bekommen haben an einigen Stellen, wie die überhaupt abgeschnitten haben. Die sind dann halt in den sonstigen gelandet. Bin ich mal gespannt, ob das mit der FDP demnächst auch so sein wird. Das wäre allerdings mal spannend, weil die Parteien, die Leute ja schon kennen aus Film und Fernsehen, ob man die dann plötzlich genauso unter der Hürde verschwinden. Ich habe gesehen bei bayerischer Landtagswahl zum Beispiel, da waren Parteien, die waren mehrere um 2%, die FDP wurde gebracht, andere wurden nicht gebracht. Oder ich glaube, die Familienpartei ist im Saarland bei Landtagswahl mal knapp unter 5% gewesen, oder 3 oder 4%, die war auch nicht zu sehen gewesen. Wenn man diese sonstige Hürde in den Medien abschaffen würde, könnte dann die 5%-Hürde bleiben oder muss man das getrennt betrachten? Nein, das eine hat mit dem anderen, denke ich, nichts zu tun. Also das ist ein weiteres Beispiel für Diskriminierung, in dem Fall durch die Medien. Aber letztlich kommt es ja vor allen Dingen auf die rechtlichen Geschichten an. Und der Wähler wählt die Kleinen ja deswegen nicht, einerseits, weil er nicht um sie weiß, das ist diese Medienkomponente, aber andererseits, weil er halt denkt, dass seine Stimme verschwendet ist. Und genau diesen Effekt gilt es rauszunehmen, indem man die 5%-Hürde abschafft. Nach Randnummer 216 des Lissabon-Urteils sind die Strukturprinzipien des Grundgesetzes, darunter natürlich auch die Demokratie, unantastbar, wie die Menschenwürde. Hat das etwas geändert an der Beurteilung der 5%-Hürde? Nö. Also ich denke schon, dass das Demokratieprinzip halt auch in Europa gelten muss oder zumindest für den Teil, den Deutschland dabei beeinflussen kann, also für die Europawahlen, muss natürlich das Demokratieprinzip gelten. Und das Demokratieprinzip schließt eigentlich erstmal eine 5%-Hürde aus, nach meinem Verständnis. Im Jahre
2008 haben Sie, glaube ich, sich auf ein Urteil bezogen bezüglich der Kommunalwahlen und dass die 5%-Hürden bei Kommunalwahlen in den deutschen Flächenbundesländern heute nicht mehr existent seien. Was hat sich da konkret geändert und ist das übertragbar auf die Europawahl? Ja, das war ja das Urteil, über das ich eben schon mal geredet habe. Da ging es um Schleswig-Holstein. Es gab ja da noch andere Länder, in denen das ähnlich auch von Landesverfassungsgerichten entschieden wurde. Das Besonderheit war ja damals, dass bei Schleswig-Holstein damals noch das Bundesverfassungsgericht über diese Ländergeschichte zu entscheiden hatte. Und da wurde halt klipp und klar gesagt, dadurch, dass jetzt die Bürgermeister direkt vom Volk gewählt werden, das war eine Änderung, die vorher vollzogen worden war, gibt es keinen Bedarf mehr dafür, der es rechtfertigt, zu sagen, die 5%-Hürde auf Kommunalwahlebene ist nötig für die kommunalen Vertretungskörperschaften, sondern die Stabilität ist gewährleistet, die Exekutive wird anders bestimmt, nämlich durch Direktwahl. Und insoweit braucht man die 5%-Hürde, ist die Rechtfertigung dafür entfallen. Auf europäischer Ebene ist das ja ein bisschen komplexer, wie die Exekutive da bestimmt wird. Jedenfalls wird sie nicht nur vom Parlament bestimmt und kann auch nicht unmittelbar und mit einfacher oder mit absoluter Mehrheit vom Parlament abgewählt werden, wenn man denn die Kommission als Exekutive sieht. Das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Es bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Und insoweit, denke ich, sind da schon einige Dinge vergleichbar. Hallo? Wie schätzen Sie die Situation jetzt nach der mündlichen Verhandlung ein? Ja, also zunächst mal denke ich, dass es in der mündlichen Verhandlung einige Dinge gab, auf die wir gerne nochmal erwidern wollten. Und das hat Herr von Arnim hat jetzt, soweit ich das weiß, heute sich schon ans Bundesverfassungsgericht gewandt. Mein Prozessvertreter und ich werden das sicherlich auch noch tun. Wir haben also zum Beispiel erst nach Eröffnung der Verhandlung einen doch recht umfangreichen Schriftsatz der Gegenseite bekommen. Die Zahlen, die der Bundeswahlleiter vorgelegt hat, die ja auch sehr komplex waren, sind nun auch erst in der mündlichen Verhandlung genannt worden. Insoweit, denke ich, gebietet es der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass uns noch die Möglichkeit gegeben wird, darauf zu erwidern. Und das werden wir dann, denke ich, als erstes in den nächsten beiden Wochen versuchen zu machen. Okay. Den genauen Inhalt kann man ja, das ist ein laufendes Verfahren, ist, denke ich, jetzt an dieser Stelle nicht sagen, aber das wurde auch in der mündlichen Verhandlung ja gesagt, dass die Zahlen Ihnen nicht vorher komplett alle vorgelegen haben. Genau, da sind gar keine Zahlen vom Bundeswahlleiter vor. Und in dem Schriftsatz der anderen Seite sind halt auch nochmal einige wesentlich detailliertere Ausführungen, als das mündlich gemacht wurde. Insoweit konnten wir da in der mündlichen Verhandlung einfach nicht drauf reagieren. Und ansonsten gilt es jetzt dann halt abzuwarten. Es gibt ja, glaube ich, so eine 3-Monats-Frist, innerhalb der das Bundesverfassungsgericht regelmäßig entscheidet. Und vielleicht haben wir ja dann noch vor der Sommerpause ein Urteil und da muss man sehen, wie es aussieht. Und da kann ich eigentlich im Moment keine klare Prognose abgeben. Ich denke nicht, dass es ein 8-0-Urteil werden wird, da doch innerhalb des Gerichts ja schon auch unterschiedliche Ansätze erkennbar waren. Wie die sich auswirken werden, muss man sich überraschen lassen, denke ich. Sie haben sich in Ihrer Klage auch gegen die starren Listen gewandt. Worum handelt es sich dabei? Entschuldigung, dann war das Professor von Arnim. Entschuldigung. Das war nur Professor von Arnim, genau. Also ich teile seine Ansichten durchaus, aber ich habe damals schon gesagt, ich konzentriere mich lieber auf den einen Punkt, 5%-Hürde, weil ich da auch die Erfolgsaussichten als höher bewertet habe. Ich denke nämlich, dass es gerade bei der 5%-Hürde noch etwas einfacher ist darzustellen, dass es einen Unterschied gibt zur Bundestagswahl. Und bei den starren Listen könnte das ziemlich problematisch werden. Und ich fürchte, dass das Gericht die starren Listen nicht kippen wird. Und das kam meines Erachtens nach auch ein bisschen, das kam ja sehr kurz nur in der mündlichen Verhandlung vor die starren Listen. Und da bin ich doch skeptisch, dass da es wirklich zu einer derart eingreifenden Entscheidung dann kommen wird. Obwohl ich mir natürlich auch wünschen würde, dass auch die starren Listen fallen, weil auch die sind halt eigentlich ein ziemlich demokratiefeindlich und vor allen Dingen auch flexibilitätsfeindliches Instrument, mit denen einfach die großen Parteien, auch innerhalb der großen Parteien, ihre Leute disziplinieren können und dafür sorgen können, dass sie ihre Macht möglichst ungestört ausüben können. Die starren Listen, wenn die fallen würden, dann würde es doch wahrscheinlich heißen, dass man dann panaschieren könnte. Ähnlich wie bei Kommunalwahlen, dass man Kandidaten als Wähler rausstreichen kann, mit anderen auf der Liste nach vorne rücken.
oder dass man in die Richtung wird Punkte es dann wohl geben. Aber das ist ja auch noch ein Punkt. Die 5%-Hürde kann man meines Erachtens nach direkt streichen, während es bei der bei den starren Listen halt im Prinzip ja auch eines anderen Wahlrechts darf, das halt genau festlegt, wie der Wähler auf die Listenzusammensetzung, auf die Kandidatenzusammensetzung Einfluss nehmen kann. Und das ist ja auch unter Berücksichtigung des föderalen Elements eine durchaus nicht ganz einfach zu lösende Problematik. Und ich müsste denke nicht, dass das Gericht dahin gehen wird, dem Gesetzgeber da klare Vorgaben macht. Also da wird müssten die Europawahllisten föderaler werden? Aus meiner Sicht ja, weil also im Prinzip sind wir ja ein föderaler Staat und es steht ja auch im Grundgesetz, dass sich das einfach auch als Staatsstrukturprinzip in allen Bereichen auswirken muss. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch für die Mitwirkung der Länder im europäischen Bereich schon öfters mal angesprochen. Da gibt es ja auch Regelungen im Grundgesetz, also über den Bundesrat dann halt auch. Aber beim Europawahlrecht spielt das eigentlich keine Rolle. Ich habe das halt mal berechnet im Rahmen meiner Beschwerde, dass man zum Beispiel in kleinen Ländern, selbst wenn alle Wähler zur Wahl gingen und alle Wähler eine Landespartei wählen würden, würde das immer noch dazu führen, dass man an der 5%-Hürde scheitert auf Bundesebene und also dieser Landesvertreter dann eben nicht ins Europäische Parlament einziehen würde, obwohl er ohne 5%-Hürde einziehen würde. Und selbst bei mittelgroßen Ländern braucht man schon über der absoluten Mehrheit der Stimmen, um da eine Chance zu haben, damit ins Europaparlament einzuziehen. Die CSU hat halt das Glück, dass Bayern ein ziemlich großes Land ist und dass sie noch auch ziemlich hohe Prozentzahlen erzielt und es deswegen halt immer noch geschafft hat, über die 5%-Hürde bundesweit zu kommen. Aber ansonsten, und das hat man ja auch bei den Freien Wählern gesehen, die haben ja in Bayern, soweit ich das im Kopf habe, 6,8% erzielt und sind und bundesweit halt auch über genug Stimmen, um Sitze zu bekommen eigentlich, zwei sogar, aber sie sind halt trotzdem nicht drin. Wahlrecht eigentlich ziemlich länderfeindlich ist oder föderalismusfeindlich ist. Und im Bundestagswahlrecht gibt es zwar auch eine bundesweite 5%-Hürde, aber es gibt halt diesen Korrekturmechanismus, dass es reicht, wenn jemand drei Wahlkreise gewinnt. Also eine Partei, die das Land in einem Land wirklich absolute Mehrheiten einfahren kann, kann man davon ausgehen, dass die über diese drei Wahlkreismandate immer auch mit ihrer gesamten Stimmenzahl beim Bundestag berücksichtigt werden würde. Aber so einen Ausgleichsmechanismus gibt es halt bei den Europawahlen nicht. Und dann kommt noch bei den Europa. Dann kommt noch dazu, dass halt in vielen anderen großen Mitgliedstaaten auch so ein regionales Konzept bei den Europawahlen angewandt wird. Da wird also das Land auch in verschiedene, ja, so eine Art Wahlkreise unterteilt, wo dann teilweise halt auch mehrere Sitze vergeben werden. Und warum das föderale Deutschland nicht auch machen könnte in der einen oder anderen Art, und sicherlich ist da auch für das Bundesverfassungsgericht jetzt schwer vorzugeben, wie genau das aussehen muss, aber jedenfalls, dass dann eine Berücksichtigung erfolgt, wenn die 5%-Hürde nicht insgesamt fällt, weil wenn sie insgesamt fällt, okay, dann entschärft sich diese Problematik ja, aber wenn sie nicht fällt insgesamt, dann müsste man auf jeden Fall nochmal überlegen, ob dann nicht wenigstens es ausreichen muss, wenn ich einerseits auf Länderebene mindestens 5% bekomme und gleichzeitig halt einen Sitz im Europaparlament nach der allgemeinen Verteilung dann bekomme, dass ich den Sitz auch kriege als Partei, die das schafft. Darum geht es nicht, dass die Parteien jetzt für jedes Bundesland eine eigene Europaliste aufstellen sollen, sondern dass die dass es das Mindeste ist praktisch für die bezüglich 5%-Hürde, die zu mildern, dass die pro Bundesland gemessen wird und dass es dann ausreichen müsste, in einem Bundesland 5% zu bekommen. Genau, es geht um das Letztere, weil die Möglichkeit, Landeslisten zu machen, gibt es ja jetzt schon im Wahlrecht und sowohl die CDU als auch die CSU haben das ja auch gemacht. Nur es ist halt im Prinzip Unsinn, weil man eigentlich, wenn man nicht wirklich Aussicht hat, in einem der drei großen Länder, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen über 50% der Stimmen zu bekommen oder ziemlich knapp drunter, kann man vorher sich schon ausrechnen, dass man allein mit einer Landesliste, die nicht verbunden ist, wie das ja im Fall der CDU der Fall ist, allein mit einer Landesliste keine Chance hat, über diese jetzige 5%-Hürde drüber zu kommen. Und was mir halt als Alternativlösung vorschweben würde, jetzt
Maximallösung und die ich eigentlich will, ist kompletter Wegfall der 5%-Hürde, aber Alternativlösung, milderes Mittel gegenüber einer jetzt weiter bestehenden vollen 5%-Hürde wäre dann halt zu sagen, okay, es gilt eine 5%-Hürde auf Landesebene, das heißt, eine Partei, die mindestens in einem Bundesland 5% der Stimmen erzielt hat, für die gilt die 5%-Sperrklausel nicht mehr. Es muss dann natürlich immer noch geguckt werden, kriegt die einen von den in Zukunft 96 Sitzen oder nicht. Was für Folgen hätte es denn fürs Volk, wenn die 5%-Hürde wegfällt? Also ich erhoffe mir davon eine Belebung der Demokratie in Deutschland und auch jetzt gerade dadurch, dass es nur in Europa ist, der Fall, dass halt auch europäische Themen einfach auch mehr wahrgenommen werden, dass es auch ein wirklicher Europawahlkampf wird und nicht ein Regierung-Ja-Nein-Wahlkampf, wo es dann wieder nur um bundespolitische Themen geht, sondern dass Europa halt auch stärker dadurch vielleicht auch in den Blick der Medien gerät, weil Europa ist schon wichtig, da werden ja ganz viele Gesetze gemacht und es wäre auch mal nötig, gerade auch der europäischen Exekutive stärker auf die Finger zu gucken und das Parlament dazu zu kriegen, das zu tun. Nur wenn das Parlament weiß, wenn die Abgeordneten wissen, bei den Wahlen geht es eh nicht so sehr um europapolitische Themen, sondern um bundespolitische Themen und wie wir unsere Arbeit machen, das wird im Zweifel nicht wahrgenommen oder spielt nicht die entscheidende Rolle, zumindest für unsere Wiederwahl, dann ist das natürlich ein schwacher Anreizmechanismus. Während bei den Kleinen wäre es ja dann zumindest so, dass die sich richtig ins Zeug legen müssen und zeigen müssen, hier, wir können Europa, wir machen was Gutes für die Bevölkerung und damit dann in den nächsten Leistungen da auch darzustellen. Ja. Und insgesamt denke ich auch, dass es dazu führt, dass man in Europa dann, dass wir zum ersten Mal auch richtige Wahlen bekommen, bei denen man sieht, wie viel Prozent Potenzial die einzelnen Parteien wirklich haben. Dass also dieser Fallbeil Wasted Vote Effekt wegfällt. Und dass die Kleinen dann zumindest erhebliche Stimmenzuwächse bekommen werden dadurch, davon gehe ich auch aus. Und dann wird sich vielleicht auch die Frage stellen, wie einschneidend ist denn die 5%-Hürde auf Bundesebene oder eine Partei, die es dann schafft bei den Europawahlen, die vorher vielleicht jetzt 2-3 hatte, die es dann schafft, 6-7% zu bekommen, wenn es denn gelingt, die könnte sich natürlich auch eher Hoffnungen machen, dann auf Bundesebene relevant zu werden. Insgesamt gilt das, was das Bundesverfassungsgericht auch in einem anderen Urteil mal ausgeführt hat, dass die kleinen Parteien halt auch ganz wichtig für die Demokratie sind, weil sie halt neue Lösungen entwickeln und Schwachstellen der bisherigen Parteien aufzeigen und die dann wiederum dadurch auch gezwungen sind, darauf zu reagieren. Das hat man ja auch gut gesehen beim Aufstieg der Grünen seit den 80er Jahren. Das war ja auch erstmal eine kleine Protestpartei, die es dann aber geschafft, 5%-Hürde zu überwinden irgendwann und auf die dann auch reagiert wurde und das Thema Umwelt dann auch immer mehr in den anderen Parteien auf die Tagesordnung kam. Obwohl es die Grünen ja ursprünglich eine Ein- oder Zwei-Themen-Partei war. Die hatten Atom, die hatten Frieden und Umwelt. Da ist das ja ist, ein Thema, dass die Partei ja dann auch breiter aufgestellt wurde. Das ist ein guter Übergang. Ich möchte nochmal die Nummer des Hörertelefons möchte ich durchgeben. Die Nummer ist 0551279 1160. Noch ich wiederhole 0535112791160. Und wir möchten jetzt gleich ein Interview einspielen, was ich aufgenommen habe mit dem grünen Europaabgeordneten. Herrn Gerald Häfner. Herr Häfner ist auch gleichzeitig Mitglied im Vorstand von Mehr Demokratie. Und das Bekannte ist, gäbe es keine 5%-Hürde, wäre er jetzt bei der letzten Europawahl nicht ins Europaparlament gewählt worden. Und er hat sich unseren Fragen gestellt, wie er die 5%-Hürde sieht. Und ich bitte um Einspielung gleich des Interviews und danach werden wir live mit Professor Dr. Klaus Buchner sprechen, einem anderen der Verfassungskläger. Entschuldigung, der Wahlprüfungsbeschwerdeführer. Bitte um Einspielung des Interviews mit Herrn Häfner. Es ist Dienstag, der 3. Mai 2011. Unser Politikblog berichtet aus dem Bundesverfassungsgericht. Hier war eben mündliche Verhandlung zur 5%-Hürde bei der Europawahl 2009. Wir sprechen mit Herrn Gerald Häfner, Mitglied im Bundesvorstand von Mehr Demokratie und vor allem auch Europaabgeordneter der Grünen im Europaparlament. Uns wird interessieren,
sind ja einerseits bei mehr Demokratie, andererseits gehören sie zumindest nach den Berechnungen des Abgeordneten, des Klägers, Herrn Strack, zu den 8 Abgeordneten, die jetzt zuletzt von der 5%-Hürde profitiert haben. Wie stehen Sie zur 5%-Hürde? Also, das heißt, profitiert habe. Es gibt das Wahlrecht. Nach diesem Wahlrecht bin ich ins Europäische Parlament gewählt worden. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht zu der Entscheidung käme, die 5%-Hürde zu kippen und die Wahl zu wiederholen oder aber auch das Ergebnis zu korrigieren, dann würde ich mit großer Freude und großem Vergnügen dieses Ergebnis annehmen, denn ich glaube insgesamt, dass es wichtig ist, den Einfluss der Bürger zu verstärken und das Wahlrecht demokratiefreundlich auszugestalten. Und das ist wesentlich wichtiger, als ob man selber ein Mandat innehat oder nicht. Die andere Seite ist, dass ich persönlich der Meinung bin, dass es eine andere und mir scheint bessere Möglichkeit zur Lösung des Problems gibt. Das wäre die Einführung einer Vorzugsstimme oder einer Ersatzstimme. Das Hauptproblem bei der 5%-Hürde ist ja, dass die Menschen bei der Wahl die Sorge haben müssen, dass ihre Stimme am Ende nicht zählt. Das ist der Wettbewerbsausschluss, mit dem die großen Parteien, kleine oder vor allem neue Parteien zu verhindern suchen, weil die Bürger wissen, ja, wenn die 5%-Hürde nicht schaffen, dann geht meine Stimme verloren, also lassen Sie es lieber gleich bleiben. Wenn man diese Vorzugsstimme einführen würde, würde das heißen, man kann die Partei wählen, die man wirklich wählen will. Sollte sie es nicht ins Parlament schaffen, geht die Stimme dann an eine andere Partei, die man zuvor benennt. Und das könnte man zum Beispiel bei der Europawahl sehr gut machen. Das Europawahlrecht ist ein sehr einfaches Wahlrecht und da wäre es sehr gut möglich, diese Vorzugsstimme einzuführen, die ich seit langem fordere und deswegen habe ich das heute auch in der Verhandlung ins Spiel gebracht, weil mir das eine gute Gelegenheit schien, diesen Fortschritt sozusagen im Hinblick auf die Verbesserung der Wahlmöglichkeiten der Bürger zu machen. Gibt es denn Erfahrungen in anderen Ländern mit der Vorzugsstimme? Da jetzt müssten Sie jemand anders fragen, zum Beispiel Wilkult Sicht, der allerdings gerade schon aufgebrochen ist. Ich habe darüber bis jetzt keine Kenntnis. Jetzt sind Sie ja seit 2009, seit der letzten Europawahl, Europaabgeordneter. Für was haben Sie sich bisher besonders eingesetzt und was wollen Sie bis zum Ende Ihrer Amtszeit noch besonders auf den Weg bringen? Mein Hauptanliegen, warum ich überhaupt kandidiert habe für das Europäische Parlament, ich habe ja nun viele Jahre für kein Parlament kandidiert, weil ich die Arbeit bei mehr Demokratie wichtiger fand. Zuletzt habe ich mich entschlossen, wieder einmal für ein Parlament zu kandidieren. Ich hatte das früher auch schon mal gemacht. Der Grund dafür ist, dass heute so viele Dinge auf europäischer Ebene entschieden werden, dass mittlerweile zwischen 70% und 80% der Gesetze, die unser Leben hier in Deutschland bestimmen, ihren Ursprung gar nicht mehr in Berlin hat oder in den Bundesländern, sondern längst in Brüssel oder Straßburg. Und aber im Verhältnis zu diesem Gewicht, das die europäischen politischen Entscheidungen heute haben, die Mitsprache der Bürger ausgesprochen unterentwickelt ist. Das heißt, mein Hauptziel bei der Wahl war, den Einfluss der Bürger zu stärken. Und deswegen habe ich als erstes im Europäischen Parlament mich eingesetzt für die Einführung und Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative. Das bedeutet, einer Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger auf europäischer Ebene Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Das heißt, man sammelt Unterschriften und wenn man das Quorum erreicht hat, das ist auf europäischer Ebene dann 1 Million Unterschriften, dann müssen die europäischen Organe sich damit beschäftigen. Ich selbst würde lieber weitergehen. Das ist noch ein relativ schwaches Instrument. Es führt eben nicht zu einem Entscheidungsrecht der Bürger, sondern es führt nur zu einem Recht, Vorschläge zu machen, Themen zu benennen. Aber immerhin, das ist das erste erreichte Ziel. Und die anderen Ziele bleiben, nämlich Europa demokratischer zu machen, das heißt den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Letztendlich, glaube ich, brauchen wir auf europäischer Ebene nicht nur ein Initiativrecht, sondern auch ein Abstimmungsrecht.
Das heißt, dieser Zwischenschritt ist ein Schritt in die richtige Richtung und es führt nicht dazu, dass die Demokratie, direkte Demokratie in Europa sich ermüdet wegen der vielen Unterschriften von 1 Million. Das wird sich zeigen, das weiß man natürlich vorher immer nicht. Ich glaube aber, dass es ein Schritt ist in die richtige Richtung. Wie gesagt, jeder lange, auch große Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Es ist einerseits wenig, wenn wir es messen an den Bürgerbeteiligungsinstrumenten, die wir in der Schweiz haben, die wir inzwischen auch in den deutschen Bundesländern und in vielen anderen Ländern haben, wo die Bürger nämlich das letzte Wort haben. So sollte es meines Erachtens in Europa auch sein. Aber es ist viel, wenn wir es daran messen, dass es überhaupt das erste Instrument ist in der Geschichte, das erste Instrument transnationaler partizipativer Demokratie. Das heißt, das erste Instrument, wo Bürger oberhalb oder jenseits des nationalen Raums sich einmischen können und mitreden können. Das müssen wir noch ausweiten. Aber wie gesagt, meine Einschätzung ist, es geht in die richtige Richtung. Deswegen habe ich dafür gekämpft, sehr lange und sehr intensiv. Und jetzt wird es an den Bürgern liegen, wie sie es nutzen. Und natürlich kann auch das eintreten, was Sie sagen, dass es zur Ermüdung führt. Meine Hoffnung ist, dass wir sozusagen hier jetzt einen ersten Fuß in die Tür bekommen und dann nach und nach die Tür weiter aufdrücken. Das heißt, dass dies zwar der erste Schritt ist, aber nicht der letzte bleibt, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger sich mehr Rechte erkämpfen. Dafür setze auch ich mich ein. Wie sehen Sie das, was angesprochen wurde mit der Rückkopplung? Kann das dazu führen, zum Beispiel, dass ein übermächtiger Europaausschuss im Bundestag entsteht, wenn der dann für die Rückkopplung zuständig ist und dass kleinere Parteien vielleicht ausgegrenzt werden? Ja, das mit der Rückkopplung, also hier im Verfahren heute im Bundesverfassungsgericht ist das ja sehr stark diskutiert worden, nur als ein Rückkoppeln innerhalb der Organe und insbesondere innerhalb der Parteien. Nicht diskutiert wurde die Rückkopplung mit den Bürgern. Das ist aber das größte Problem. Also wenn ich jetzt mal von mir als Europaabgeordneter spreche oder von meinen mehr als 700 Kollegen, wir werden gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern, dann werden wir nach Brüssel oder Straßburg geschickt und dann kriegen die meisten Menschen im Regelfall gar nicht mit, was wir da tun oder jedenfalls das meiste nicht. Und umgekehrt, wir haben kaum noch Zeit und Gelegenheit zum Kontakt mit Bürgern, wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo die Leute der Schuh drückt, weil wir von morgens bis abends in Sitzungen sitzen. Und da scheint es mir wichtig, eben nicht nur, was heute diskutiert wurde, Fragen des Wahlrechts, der Rolle von Parteien und sowas, zu verbessern, sondern insbesondere eben den Einfluss, den unmittelbaren Einfluss der Bürger zu stärken. Deswegen ist das das, wofür ich mich vor allen Dingen einsetze. Jetzt muss ich allerdings los. Vielen Dank. Wir müssen mein Zug fährt. Vielen Dank. Wir sind wieder live. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte. Es geht um die Verfassungsbeschwerden, Wahlprüfungsbeschwerden bezüglich der Europawahl 2009. Wir sprechen jetzt mit Herrn Professor Dr. Klaus Buchner, damaliger Spitzenkandidat der Ökodemokraten zur Europawahl und also selbst auch von der 5%-Hürde betroffen. Und er ist Beschwerdeführer bezüglich des Aktenzeichens 2 BVC 5 aus 2010. Was sind die Hauptargumente der Wahlprüfungsbeschwerde? Ja, ich bin hier, ich habe mich eingewählt. Worum geht's? Ja, wir wüssten gerne, was sind die Hauptargumente der Wahlprüfungsbeschwerde? Bei uns ist das sehr einfach. Die 5%-Hürde wurde eingeführt, um sogenannte Weimarer Verhältnisse zu verhindern. Das heißt, man wollte eine stabile Regierungsbildung und man glaubte, dass man die erreichen kann, indem man zu viele Gruppierungen mit wenigen Abgeordneten vermeidet, weil sich dadurch leicht wechselnde Mehrheiten ergeben. Soweit die Theorie. Aber das, wenn es überhaupt zutrifft, dann ist es nur richtig, wenn ein Parlament eine Regierung wählt. Das ist aber für das EU-Parlament nicht der Fall. Das EU-Parlament hat zumindest keinerlei Befugnisse, eine Regierung neu zu bilden. Für die Regierung nehme ich hier die EU-Kommission. Das EU-Parlament hat zwar Vorschlagsrecht dafür, aber wenn einmal die Kommission gewählt ist, ist es extrem schwierig, sie wieder abzuwählen, sozusagen eine neue Regierung zu bilden.
Das ist bisher überhaupt noch nicht vorgekommen. Und deswegen geht das Argument mit der 5%-Hürde, dass die eine Stabilität bewirken würde, völlig ins Leere. Das EU-Parlament kann nicht einfach eine neue Regierung bilden durch ein Referendum. Das ist das eine Argument. Und dann kann man immer noch sagen, aber das Parlament macht ja Entscheidungen und über das ursprüngliche Argument hinaus will man eine Stabilität der Verhältnisse bei den Entscheidungen haben. Aber auch hier greift das nicht. Denn durch die durch das Hinzukommen von neuen Abgeordneten wird sich die Zahl der Fraktionen nicht verändern. Die Tendenz in der EU ist ja, und das ist von der EU ausdrücklich auch finanziell gefördert, dass sich alle Parteien möglichst in übernationale Bündnisse zusammenschließen. Und diese Bündnisse existieren zum Teil schon. Das heißt, die sind schon in den Fraktionen vertreten. Es würden also praktisch keine neuen Fraktionen entstehen. Und wenn wirklich einmal eine neue entsteht, ist das auch kein Beinbruch. Das heißt also, die ganzen Argumente, die bisher für die 5%-Hürde vorgebracht worden sind, gehen ins Leere. Man hat ja auch als Fraktion, das wurde ja in der mündlichen Verhandlung angesprochen, auch einige zusätzliche Rechte im Vergleich zu einzelnen Abgeordneten. Ja. Und es sind ja, glaube ich, auch nur 27 Abgeordnete, die sich nicht für eine Fraktion entschieden haben, beziehungsweise dort nicht aufgenommen wurden. Das stimmt, ja. Und deswegen ist es für einen Abgeordneten äußerst praktisch. Ja, er beschränkt sich selbst in seiner Einflussmöglichkeit, wenn er als Einzelabgeordneter bleibt, wenn er sich nicht einer bestehenden Fraktion anschließt. Also das bedeutet, dass das offizielle Argument für die 5%-Hürde einfach sich in Luft auflöst. Eine Fraktion muss dort, soweit ich mich entsinne, Abgeordnete umfassen aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten. Das heißt, bei 27 Staaten ist das schon eine ganze Menge von Staaten. Ja. Bei 28 wären es 7. Ich nehme an, dass das aufgerundet wird. Ich gehe auch davon aus, weil es heißt mindestens ein Viertel. Das heißt also, eine Fraktion muss derzeit 7 Nationen als Vertreter enthalten. Ja. Und es ist die Frage, warum die Hürde für die Bildung von Fraktionen so hoch ist. Es ist für mich nicht verständlich, weil in anderen Parlamenten die Hürde sehr, sehr klein ist. Vielleicht will man im EU-Parlament überhaupt nicht so viele Fraktionen haben, das kann sein. Für mich ist das aber hier nicht relevant, weil sowieso jeder Abgeordnete versuchen sollte, ja praktisch versuchen muss, einer Fraktion anzugehören, wenn er politisch was erreichen will. In Weimar war es doch, glaube ich, auch so, da gab es doch auch ein destruktives Misstrauensvotum. Das heißt, man konnte eine Regierung leichter abwählen, als es heute in Deutschland der Fall ist, ohne sich auf eine neue Regierung einigen zu müssen. Ja, aber die Hürde für das Abwählen der Kommission in dem Fall in der EU ist ja extrem hoch. Man kann ja nur alle Kommissare gemeinsam abwählen und das ist, wie gesagt, bisher überhaupt noch nie passiert. Die Hürde ist so hoch, dass selbst nach den riesen Korruptionsfällen bei der vorletzten Regierung sozusagen Kommission es zu diesem Misstrauensvotum nicht gekommen ist. Also auch hier stimmt einfach das Argument für die 5%-Hürde nicht. Wenn jetzt zusätzliche Parteien einziehen würden ins Europaparlament, wird es dann für die Bürger eher transparenter oder eher unübersichtlicher? Das ist ganz klar. Und dass diese Transparenz irgendwo auch gefürchtet wird, ist ja ganz klar im Gericht rausgekommen. Der Sachverständige Professor Schmidt hat ja ausdrücklich gesagt, wenn mehrere Geier wären, dann würden die mehr Medienaufmerksamkeit bekommen. Und das heißt ja letzten Endes, dass die Medien mehr erfahren würden über das Parlament. Übrigens, die Schlussfolgerung, die dann dieser Professor Schmidt gezogen hat, ist geradezu absurd. Er hat gesagt, infolge dieser erhöhten Medienaufmerksamkeit könnten dann kleinere Parteien sogar in den Bundestag gewählt werden und deswegen müsse man die 5%-Hürde beibehalten, um das zu verhindern. Auf Deutsch,
Der sogenannte Experte, der hier gesprochen hat, hat sich ausdrücklich für ein undemokratisches Verhalten ausgesprochen, nämlich dass keine neuen Parteien in den Bundestag einziehen sollen. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Wichtig ist das Argument, dass eben zugegeben wird, dass durch die Beteiligung von mehr Parteien auch die Transparenz in Form der Informationen der Presse gefürchtet wird in dem Fall. Gibt es Erfahrungswerte für die Beliebtheit oder Unbeliebtheit der 5%-Hürde in der Bevölkerung? Ich glaube, die 5%-Hürde wird von der Bevölkerung als gegeben hingenommen. Die meisten ist das Schreckgespenst von der Wahl so noch präsent und deswegen wird das allgemein als notwendig angesehen. Ich betone, bei der Mehrheit der Bevölkerung wirkt die Propaganda für die 5%-Hürde gut. Bei einem kleineren Teil, die darüber nachdenken, sehe ich eine Kritik, die sehr wohl unterscheidet, wo die 5%-Hürde was bewirkt. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Teil nur. Der Europaabgeordnete Gerald Häfner von den Grünen, eine Möglichkeit, ein milderes Mittel als die heutige 5%-Hürde ins Spiel gebracht. Man könnte ja ein Präferenzwahlsystem einführen. Das heißt, eine Stimme, die man seiner Lieblingspartei gibt und eine Stimme, die man einer zweiten Partei gibt, falls die Partei, die man am liebsten im Parlament haben möchte, nicht ins Parlament einzieht. Könnte das eine Lösung sein? In dem Fall würde ich das nicht als Lösung ansehen, weil das den Wählerwillen verfälscht. An Stellen, wo die 5%-Hürde keinen Sinn hat, sollte man sie ja auch nicht einführen. Denn wenn man sie beibehält, ist das ganz offensichtlich undemokratisch, eine Verfälschung des Wählerwillens. Trotzdem muss ich sagen, dass ich in anderen Fällen durchaus ein Fan dieser Präferenzwahl bin. An Stellen, wo man die 5%-Hürde aus Gründen, was auch immer, beibehalten will, da ist das eine gute Kompromisslösung. Aber nochmal, beim EU-Parlament halte ich die 5%-Hürde als antidemokratisch, als Verfälschung des Wählerwillens. Was würde Professor Klaus Buchner im Europaparlament machen, wenn er reingewählt worden wäre, beziehungsweise wenn es damals keine 5%-Hürde gegeben hätte oder sie fallen sollte ohne Neuwahlen? Das Erste, wozu man praktisch gedrängt wird, ist ja, dass man sich um die merkwürdige Wirtschafts- und Agrarpolitik der EU kümmert. Das heißt also, ein Auge drauf hat, wo die Gelder wirklich verschleudert werden und wo eine Politik betrieben wird, die nur den Großkonzernen hilft. Ich bin der Meinung, dass wir mittelständische Betriebe, auch kleine Betriebe fördern müssen, dass die gerade für Deutschland sehr wichtig sind und das würde ich mir von der EU nicht kaputt machen lassen. Aber zuvor noch, man muss sich einmal im Klaren sein, dass die EU jedes Jahr tausende neuer Gesetze, Vorschriften und so weiter erlässt. Das ist manchmal grotesk, in welchem Tempo solche Vorschriften durchgepeitscht werden im Parlament. Und hier würde ich versuchen, einfach eine Bremse einzulegen. Was hat es denn für den Sinn, tausende neuer Gesetze einzuführen, die niemand kennt? Also hier ist die EU einfach zum Selbstläufer geworden. Hier muss man stoppen. Okay. Wir möchten jetzt noch etwas Musik gleich anspielen und danach steht unser Hörertelefon zur Verfügung. Ich gebe nochmal die Nummer durch. Das Hörertelefon hat die Nummer 05351 12791160. Ich wiederhole 05351 12791160 und dann werden Herr Strack und Herr Professor Buchner sich den Fragen unserer Hörer stellen. Bitte um Einspielung der Musik. Ja, hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte und unser Politikblog auf Netnews Radio. Es geht weiter um die 5%-Hürde bei der Europawahl 2009. Wir haben Herrn Guido Strack und Herrn Professor Dr. Buchner live am Telefon. Soweit ich mitbekommen habe, hat sich
Es ist noch kein Hörer heute Abend eingewählt, aber ich habe noch eine Frage. In der mündlichen Verhandlung wurde doch ein OSZE-Bericht angesprochen. Was hat der gesagt und inwieweit ist das relevant für die 5%-Hürde? Ja, den hatte ich angesprochen, diesen OSZE-Bericht. Der hat die Bundestagswahl 2009 untersucht. Also die OSZE, ehemals KSZE, untersucht ja in ganz Europa die Rechtmäßigkeit von Wahlen. Und die haben dann auch erstmals die Bundesrepublik untersucht und haben dann halt kritisiert, dass das Wahlprüfungsverfahren nicht erlaubt, vorher eine Klärung von Rechtsfragen herbeizuführen. Also da ging es in dem Fall, glaube ich, um die Zulassung von Parteien, ob die rechtmäßig war, also den Ausschluss von Parteien von der Wahl. Und da gab es halt kein Verfahren, das vorher gerichtlich überprüfen zu lassen, obwohl eigentlich Zeit dafür noch da gewesen wäre. Sodass also die Partei, die es dann ja auch betroffen hat, darauf verwiesen wurde, dann nachträglich diese Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren mit dem Einspruch, wo der Bundestag dann erst noch, also die durch die Wahl gewählten, dürfen dann erstmal darüber entscheiden, ob ihre eigene Wahl rechtmäßig war, was wird dabei wohl rauskommen. Und danach ist erst der Weg zum Gericht gegeben, zum Bundesverfassungsgericht. Und das ist halt ein sehr langwieriges Verfahren. Und hinzu kommt halt auch noch die Problematik, die wir ja jetzt auch haben. Und da ist dann auch der Verbindungspunkt zur 5%-Hürde, dass das Bundesverfassungsgericht halt auch gerne sagt, die gewählte Volksvertretung genießt Bestandsschutz. Normalerweise heißt effektiver Rechtsschutz ja, dass ich die Rechtsbeeinträchtigung auch wirklich zeitnah abstellen kann. Da gibt es ja auch diesen Spruch, Justice delayed is justice denied. Und das Problem haben wir halt hier. Und wenn das also im Vorhinein nicht möglich ist und hinterher dann mit dem Argument abgelehnt wird, ja, es würde jetzt den Bestandsschutz gefährden, dann ist das halt eine sehr problematische Situation. Und das hat die OSZE halt angesprochen. Und ich selber habe ja vor der Wahl mich an den Bundeswahlleiter gewandt und ihm gesagt, hier die 5%-Hürde ist verfassungswidrig und hatte sogar auch eine Petition zum Bundestag gemacht, als E-Petition, die über 2400 Unterstützer gefunden hat. Aber der Bundestag hat halt die Wahlen trotzdem und der Bundeswahlleiter haben die Wahlen halt trotzdem so durchgeführt. Und insoweit, denke ich, können die sich zumindest mir gegenüber nicht mehr auf Bestandsschutz berufen. Und Bestandsschutz, wäre es da nicht eine Lösung, zumindest dass der Bestandsschutz nur bis zum Tag einer Urteilsverkündung gilt? Ja, wir müssten ja sonst... Der würde dann Tag der Urteilsverkündung plus 60 Tage, weil die Folge wäre ja dann nur eine Ordnung von Neuwahlen, die notwendig wäre. Ja. Was hätte... eigentlich das Gesetz auch vorsieht, aber das Problem ist halt, dass es das in der Praxis wohl bisher, zumindest für eine gesamte Wahl, meines Wissens noch nicht gab. Rückwirkung, dass dann... dass die Politiker, die aufgrund der 5%-Hürde im Parlament sind, die haben ja auch bei Gesetzen mit abgestimmt. Diese ganzen Abstimmungen müssten nicht nochmal neu gemacht werden. Das kann man sondern, ja nicht. Also man kann die Zahl ja nicht zurückdrehen. Also das, und deswegen sagt die OSZE, wäre es halt notwendig, so ein Verfahren im Vorhinein zu machen. Das heißt, was ich ja auch mal kurz überlegt hatte, im Vorfeld der Wahl eine Verfassungsbeschwerde zu machen. Es gab, glaube ich, sogar diesmal eine. Aber die wurde halt auch abgelehnt, weil das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, nein, Verfassungsbeschwerde geht nicht, sondern es geht nur Wahlprüfungsverfahren. Das ist halt nur nachträglich. Also wir sind da schon so ein bisschen da in der Frage unter internationaler Aufsicht auch. Und ich denke, dass auch das Ausland darauf schauen wird, wenn das Bundesverfassungsgericht hier sagt, die 5%-Hürde ist rechtswidrig, was es zu den Folgen sagt und wie es diesen Schaden beheben will. Jetzt hat doch die EU in dem Direktwahlakt gesagt, den Staaten steht es frei, eine Hürde zu machen und sie darf maximal 5% sein. Kann die OSZE überhaupt da etwas sagen, wenn die EU sagt, die Staaten dürfen? Naja, wie ich mich versucht habe klarzumachen, geht es ja bei der OSZE-Geschichte gar nicht so sehr um die 5%-Hürde. Das haben die ja gar nicht thematisiert. Sondern worum es geht, ist die Effektivität des Wahlprüfungsverfahrens. Das ist ja die Problematik. Also mehr eine verfahrenstechnische Frage, die mit der eigentlichen materiellen Frage, ist die 5%-Hürde rechtmäßig oder nicht, nichts zu tun hat. Aber auch diesen Direktwahlakt kann man so und so verstehen. Also meines Erachtens nach ist der Direktwahlakt eine Äußerung der EU auf die Frage, ist die 5%-Hürde erforderlich? Und gibt es eine Gefahr, die mit der 5%-Hürde unbedingt verhindert werden muss? Und da hat die EU gesagt, nein, die Gefahr gibt es nicht.
weil wenn es die Gefahr gäbe, dann hätte die EU ja nicht den Staaten ein Wahlrecht geben können dürfen, zu sagen, ihr könnt die einführen oder nicht, sondern hätte verbindlich ganz europaweit eine 5%-Hürde einführen müssen. Und insoweit, denke ich, ist der Bundesgesetzgeber und das Verfassungsgericht irgendwo auch an diese Prognose, die die EU da getroffen hat. Nein, es gibt keine Gefahr, es gibt keine Notwendigkeit, keine zwingende Notwendigkeit, eine 5%-Hürde einzuführen, irgendwo auch gebunden. Und deswegen läuft die Argumentation der Gegenseite, doch, es gibt so eine Gefahr, die ja auch nicht hinreichend begründet ist, irgendwo leer. Was ist denn, wie ist das denn mit dem Argument, wenn keine 5%-Hürde da wäre, würden die Bürger mit Sicherheit wieder radikaler wählen? Also besonders Linke oder besonders Rechte oder sonst besonders radikale Parteien wählen? Die Frage geht an beide. Also wenn ich mich dazu äußern kann, die Gefahr sehe ich nicht, denn wir sollten uns einfach mal anschauen, welche Abgeordnete in das EU-Parlament gekommen wären bei dieser Wahl, wenn es diese Hürde nicht gegeben hätte. Also die Problematik sehe ich nicht, aber ich sehe bei dieser ganzen Diskussion eine andere Problematik. Die extrem Linken und die extrem Rechten versucht man mit Recht aus den Parlamenten rauszuhalten. Aber solche Maßnahmen sind nicht geeignet, meiner Meinung nach. Sondern man muss sich einfach mal entscheiden, welche Partei ist mit unserem Grundgesetz, mit unseren demokratischen Prinzipien verträglich und welche nicht. Und dazu bräuchten wir etwas mehr Mut. Genau, dem kann ich nur zustimmen, weil das Grundgesetz hat ja ein Mittel vorgesehen, um Parteien, die extrem sind, auszuschließen. Ja. Und dann muss man dieses Mittel auch wählen. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht auch an anderer Stelle schon klipp und klar gesagt, diese 5%-Hürde darf nicht benutzt werden, Parteien gleich welcher Couleur auszuschließen, weil sie eine bestimmte Meinung vertreten. Und das hat ja auch wieder nur der Herr Professor Schmidt merkwürdigerweise vertreten und ist dann ja auch von anderen, ich glaube von Arnim war es, da das richtig gestellt worden. Ja, da fällt mir ein, von wegen Parteien ja außer Gefecht setzen. Im Parteiengesetz, glaube ich, steht das drin oder sogar in Artikel 21 Grundgesetz, die Parteien müssen ja ihre Geschäftsvorgänge auch unbar haben. Die müssen ja ein Girokonto haben. Und es gibt Urteile, einmal bezüglich der marxistisch-leninistischen Partei, ein Urteil aus Essen, und jetzt vor kurzem ein Urteil bezüglich der Partei, ich glaube, pro Deutschland war es, also praktisch bundesweite zu pro Köln, so Anti-Islam-Partei, dass man denen ein Girokonto zur Verfügung stellen muss. Also ganz klar, wenn man Parteien ausgrenzen will, dann muss man nachweisen, dass sie entsprechend den Kriterien, die es da gibt, dass sie sich eben aktiv gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden, vor allem, dass man sie dann verbieten muss. Und ansonsten muss man ihnen die Rechte gewähren, die Parteien nun mal haben. Der Nachweis wurde bei beiden halt nicht geführt, sondern man hat versucht, ihnen Girokonten zu verweigern, weil bestimmte Banken mit ihnen eben keine Geschäftsbeziehung haben wollten. Ja, und also zumindest bei einer dieser Parteien ist es offensichtlich, dass sie mit dem Grundgesetz nicht übereinstimmt. Und ich kann nur wiederholen, dann muss man halt sagen, die passt nicht in unsere Parteienlandschaft und wir haben, wie wir gehört haben, die rechtlichen Möglichkeiten, die denen den Parteienstatus abzuerkennen. Genau, der 21 Absatz 2 Grundgesetz ist es. Und das Problem bei der anderen Partei, die ja verboten werden sollte, war dann nur, dass da zu viele Verfassungsschützler anscheinend unterwegs waren. Bei der NPD damals. Genau. Dass man Beweise nicht verwerten konnte, weil man nicht wusste, ob die echt oder fabriziert waren. Richtig. In der mündlichen Verhandlung wurde ja auch das Risiko eines Dominoeffektes angesprochen. Wenn jetzt in Deutschland die 5%-Hürde aufgehoben würde, dann könnten die anderen Staaten, die 5%-Hürde haben bei der Europawahl oder eine andere Prozenthürde, ist ja 5%-Hürde Maximum dort, entsprechend nachziehen. Und wenn ganz viele nachziehen, dann könnte sich so eine Riesenzersplitterung ergeben, dass dadurch auch die Fraktionen zersplittern würden. Ist diese Gefahr gegeben? Also ich sehe sie nicht, überhaupt nicht, wenn man sich ganz konkret die Fälle anschaut. Denn
Bei den sogenannten kleineren Völkern ist ja durch die natürliche Zahl der Abgeordneten schon eine automatische Hürde gegeben. Das wurde ja in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutiert. Und bei den anderen gibt es zum Teil auf Regionen runtergebrochene Wahlen, wo die Mehrheiten da sein müssen. Also wenn man sich das konkret ansieht, dann sehe ich überhaupt keine große Veränderung vom EU-Parlament, wenn die 5%-Hürde fällt. Es gab ja diese Domino-Effekt-Geschichte gab es ja zweimal. Einmal als reale Gefahr, da schließe ich mich dem, was der Professor Buchner gerade gesagt hat, auch völlig an. Also man kann auch einfach gucken, wie sieht das Wahlrecht in Europa denn im Moment aus. Das ist absolut inhomogen. Also jedes Land macht seinen eigenen Stiefel. Und es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass nur weil das deutsche Verfassungsgericht dann die 5%-Hürde für Deutschland kippt, die anderen sagen, ja, wir kippen die auch. Das ist eine nationale Entscheidung, genau das sagt ja auch der Direktwahlakt. Und es ist nicht davon auszugehen, dass die alle dann nach der deutschen Pfeife und nach der Meinung des Bundesverfassungsgerichts tanzen werden. Und was die Frau Lübbe-Wolf meinte, war ja so in dem Kantschen Sinne, Kantscher imperativischen Sinne, ist das denn gut, wenn es alle machen? Aber da muss man halt auch sagen, ja, es ist gut, weil das ist nun mal einfach das Wesen der Demokratie, dass es Vielfalt gibt. Und das ist genau das Gegenteil von der Oligarchie oder von der Diktatur. Und wer Demokratie will, der muss auch mit Vielfalt leben. Und zum anderen zeigt sich ja auch, dass das auch nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Also wenn es jetzt wirklich mehr Parteien gibt, dann wird das ja auch wiederum Effekte auf die Parteien und auf ihr Verhalten haben. Also spätestens bei der zweiten Wahl werden dann halt auch nur noch Parteien gewählt, die nachweisen können, dass sie was machen und die von der Bevölkerung dann auch immer noch unterstützt werden. Und insoweit, denke ich, wird es dann halt zu anderen Formen der Zusammenarbeit auch im Europäischen Parlament kommen, selbst wenn es jetzt so eine Art Dominoeffekt gäbe, auf den ich, wie gesagt, in erster Linie auch nicht setze, dass es den wirklich geben wird. Ich möchte zwischendurch nochmal unsere Hörertelefonnummer durchgeben, falls noch jemand anrufen möchte. 05 351 12 79 1160. Ja, Herr Strack, ich wollte Sie noch fragen, außer dass Sie Verfassungskläger sind, sind Sie, glaube ich, auch Vorsitzender des Whistleblower-Netzwerks? Ja, das stimmt. Worum handelt es sich da? Ja, das Whistleblower-Netzwerk ist ein parteipolitisch nicht gebundener gemeinnütziger Verein, der in Deutschland bekannter wird, dass die Leute mehr merken, was das für Vorteile hat, wie wichtig das auch für eine Demokratie ist. Und wir versuchen auch, uns für Whistleblower-Schutz einzusetzen und Betroffene da auch so gut es geht zu unterstützen. Und Whistleblower sind halt Leute, die in einer Organisation auf Missstände aufmerksam werden und diese Missstände dann aufdecken, indem sie sich an jemanden wenden. Das kann innerhalb der Organisation sein, das kann an eine Behörde sein oder kann auch an die Öffentlichkeit sein, von dem sie hoffen, dass er ihnen hilft, diesen Missstand abzustellen. Und das kann ja auch dann Leute zum Beispiel betreffen, die auch Geheimnisse dann der Öffentlichkeit sagen, wo die eigentlich Schweigepflichten haben. Wie kann man damit umgehen? Ja, die Frage ist ja, welche Schweigepflichten sind wirklich legitim? Wir haben ja an allen Ecken und Enden heutzutage Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die geschützt werden, Staatsgeheimnisse, die geschützt werden. Und es wird eigentlich viel mehr geheim gehalten, als für eine transparente Demokratie gut ist. Und auch unser Informationsfreiheitsgesetz, das ja erst sehr spät gekommen ist, das es jetzt seit 5 Jahren gibt, ist in weiten Teilen auch ein Informationsfreiheitsverhinderungsgesetz. Es gibt ganz, ganz viele Ausnahmen. Es gibt verwaltungstechnische Hürden, es gibt Gebühren und so weiter. Und vor allen Dingen muss man, denke ich mal, fragen, welches Geheimnis verdient es denn, von der Rechtsordnung geschützt zu werden? Wenn jemand das Recht bricht, darf er sich noch darauf berufen, dass dieses Brechen nicht offenbart werden darf? Meines Erachtens nach sollte das nicht so sein. Das heißt, Sie setzen sich dafür angemessen ist, diese Geheimnisse eben zu lockern, Informationsfreiheit, die Ausnahmen abzubauen, damit Rechtsbrüche dann auch vom Volk nachvollzogen werden können. Ja, genau. Eine Demokratie heißt ja Volksherrschaft. Aber Herrschaft kann ich halt als Volk nur ausüben, wenn ich auch das nötige Wissen habe. Wenn ich nicht weiß, weil alles in geheimen Kreisen,
bei Geburtstagsempfängen der Kanzlerin bequatscht wird, was wirklich wichtig ist, dann kann das Volk halt auch nicht wirklich herrschen. Und wenn das Volk nicht herrschen kann, haben wir keine Demokratie. Sie sagen jetzt bei Empfängen der Kanzlerin, aber auch der Kreis zu deren Freund wurde. Das heißt, es sollten auch Lobbygespräche transparent werden? Genau, das ist dann auch ein Ding, was in dieses Paket mehr Transparenz eigentlich reingehört. Ich habe vor kurzem gelesen, dass beim amerikanischen Präsidenten, dass da sogar der Terminkalender für die Öffentlichkeit nachvollziehbar ist. Es gibt eine Website, auf der man einiges aus dem Terminkalender des Weißen Hauses sehen kann, ja. Inwieweit das alles ist, also diese Videostunde, die er da letzt hatte, wird da wahrscheinlich auch nicht verzeichnet gewesen sein. Hallo? Ja? Ja. Ich höre jetzt gar nicht. Ja. Also ich höre gut. Ist jemand drin? Ja. Okay. Was sagen Sie denn, um nochmal zurückzukommen zur 5%-Hürde, wie groß ist der Prognosespielraum bezüglich Risiken, die der Bundestag hat bei der Ausgestaltung von Hürden für Europawahlen? Das wurde in der Verhandlung ja auch angesprochen. Ja, der entscheidende Punkt in der Verhandlung diesbezüglich war ja, ist das eine Entscheidung in eigener Sache oder ist es das nicht? Und das war ein Argument, was der Herr Professor von Arnim vorgebracht hat. Und meines Erachtens hat er da auch völlig recht, dass es hier eine Entscheidung in eigener Sache ist. Weil die Parteien, die im Bundestag sind, decken sich ja im Wesentlichen mit denen oder vollständig mit denen, die für Deutschland bei den Europawahlen auch Deutschland vertreten. Und die haben natürlich ein Rieseninteresse daran, diese 5%-Hürde beizubehalten. Und insoweit ist das schon eine Entscheidung in eigener Sache. Und da gilt halt, das hat das Bundesverfassungsgericht ja in anderen Sachen entschieden, unter anderem in dieser Kommunalwahlentscheidung und auch in Diätenentscheidungen, dass der Prognosespielraum extrem gering ist. Und man muss den Prognosespielraum meines Erachtens nach auch deswegen extrem gering einschätzen oder festlegen, weil es ja hier um ein ganz elementares demokratisches Recht geht. Und was feststeht, ist, dass es diese Chancengleichheit und dieses Gleichheitsgebot der Wahl massiv verletzt wird durch die 5%-Hürde. Und da muss es schon sehr, sehr überzeugende und sehr handfest nachweisbare Gründe geben, warum man das nicht macht. Die gibt es vielleicht bei der Bundestagswahl, aber die gibt es mit Sicherheit nicht bei der Europawahl. Herr Tschick, die Auffassung vertreten in der Verhandlung, dass es bei den Diäten natürlich in eigener Sache sei, dass da natürlich strengere Maßstäbe anzulegen seien, aber dass man ja unterscheiden müsse zwischen Europaabgeordneten und Bundestagsabgeordneten und dass wenn die Bundestagsabgeordneten über das Europawahlgesetz entscheiden, dass das ja nicht in eigener Sache sei. Ja, da habe ich ja dann auch erwidert, dass er in dem Moment, wo er sagt, es ist nur in eigener Sache, wenn es wirklich individuell persönlich die Person betrifft, in dem Moment brauchen wir überhaupt keine Sperrhürden, weil jede Person, die gewählt wird, dann auch das Recht haben muss, ins Parlament einzuziehen. Also wenn man eine rein persönliche, nicht eine parteibezogene Betrachtung macht, dann hat er natürlich recht, dass es nicht in eigener Sache ist, aber eine solche Betrachtung führt zwangsläufig auch dazu zu sagen, es darf gar keine Sperrklausel geben. Und insoweit ist da ein ziemlicher Widerspruch in der Argumentation, weil wenn man sagt, man macht eine Parteienbetrachtung bei der 5%-Hürde und es ist wichtig, dass die Parteien eine Einheit bilden und diese Einheiten auch groß genug sind, um diese Stabilität zu sichern, das ist ja das Argument der Gegenseite, dann muss man diese Einheitsbetrachtung natürlich genauso machen zwischen den einzelnen Handlungen der Partei und ihren Vertretern auf Bundes- und auf Europaebene. Der Europaabgeordnete Elmar Brok hat auch angesprochen, dass wenn man eine zu große Zersplitterung im Europaparlament hätte, dass das dann auch dazu führen könnte, dass zum Beispiel die EU-Handelspolitik, wo die EU ja für den Außenhandel die alleinige Zuständigkeit hat, dann nicht mehr funktionieren könnte, dass dann kleinere Parteien vielleicht alles blockieren würden. Ist das eine Gefahr, dass dann die EU beim Außenhandel nicht mehr handlungsfähig wäre? Die Möglichkeit sehe ich ehrlich gesagt nicht, denn bei solchen Fällen
hat ja das Verhandlungsrecht einzig und allein die Kommission. Das heißt, das Parlament kann ja nur darüber abstimmen, ob sie damit zufrieden sind oder nicht. Man kann eventuell noch irgendwelche Änderungswünsche machen. Wie weit die berücksichtigt werden, weiß ich nicht. Aber was hat da eine Zersplitterung für eine Änderung? Auch innerhalb der Fraktionen kann es ja durchaus verschiedene Meinungen geben. Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Also das hat er ja auch, Brok ja auch sich mehr in der meisten Zeit mit beschäftigt, wie und auch die anderen beiden Europaabgeordneten, anderen drei Europaabgeordneten, wie sehr die Parteien auch innerhalb der Fraktionen unterschiedlicher Meinung sind und da Diskussionsprozesse haben. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, diese starre Bindung, eine Fraktionsbindung, die wir in Deutschland haben, die gibt es ja in anderen Staaten auch. In Amerika wird ja auch viel mehr über den Gang hinweg, wie es dann immer heißt, auch Bündnisse gesucht und Entscheidungen getroffen. Und das machen sie seit 200 Jahren und sind durchaus handlungsfähig. Und man muss, was Europa angeht, auch sehen, dass es derzeit so ist, dass die Kommission, also die Exekutive, im Prinzip aus drei Parteien gebildet wird oder aus drei Parteien nahestehenden Personen. Und diese drei Parteien wiederum haben, also das sind die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei, die haben halt auf Europaebene im Europäischen Parlament derzeit 72% der Sitze. Das heißt, wir haben eine im Prinzip übergroße Koalition. Und dass wir von diesen 72% in absehbarer Zeit auf deutlich unter 50 kommen. Und erst dann stellt sich ja die Problematik, die Brogan. Dass sie überhaupt ernsthaft etwas blockieren könnten im Europaparlament. Genau, sie müssten ja erstmal also im Moment, wie gesagt, hat die Seite, die Exekutive in der Regel trägt, 72%. Und wie das durch ein einziges Land, das sein Wahlrecht ändert, dann geändert werden soll, dass die nicht mehr über 50% kommen, das ist mir schlicht und einfach nicht nachvollziehbar erklärt. Und genau das müsste es ja. Also die andere Seite ist ja in der Beweislast. Dass dieser Rechtsverstoß da ist, ist klar. Und die andere Seite muss im Prinzip nachweisen, dass sie einen handfesten Rechtfertigungsgrund hat. Und das kann sie nicht. Ich würde noch ergänzen, selbst wenn die unter 50% fallen, ist ja auch eine Instabilität noch nicht gegeben. Weil die Instabilität nur durch die Möglichkeit einer Abwahl der Kommission kommen könnte. Und da sind ja enorme Hürden. Also da sind es 2/3, genau. Ja. Da müssten es also 2/3 in die andere Richtung sein, quasi, die dafür stimmen. Und außerdem würde das ja voraussetzen, dass die anderen, die jetzt diese 50% quasi bilden, dass die überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwie Politik auf sich durch vernünftige Argumente auch in ihrer Meinungsbildung beeinflussen, Politik zu machen und überhaupt kein Interesse haben, dass irgendwas vorangeht. Das ist ja im Prinzip die Unterstellung, die da immer mitschwingt. Ja. Da fällt mir noch ein, es gibt ja auch gerade auf EU-Ebene einwirkende, mächtige Denkfabriken, die zum Beispiel Politiker einladen, Politiker mit manchen Massenmedien zusammenbringen und wo dann zum Beispiel dann plötzlich Politiker auch massenmedial zum Teil mehr Interesse haben, nachdem sie von solchen Denkfabriken eingeladen wurden. Könnte man solche Strukturen nicht auch leichter aufbrechen, wenn die 5%-Hürde fiele? Es gäbe zumindest vielleicht eher Abgeordnete, die sich auch mal darauf einlassen, etwas zu sagen, was der Kommission nicht passt. Und diese Themen auch mal stärker in den Blickpunkt auch versuchen, der Öffentlichkeit zu bekommen. Und dass das Parlament dann vielleicht auch mal stärker von seinem Untersuchungsrecht aus auch Gebrauch macht. Der Bruck oder einer der drei erwähnte vorgestern auch, dass das Parlament ja auch Untersuchungsausschüsse machen kann. Kann es, macht es aber im Regelfall nicht. Also diese Untersuchungskultur, die wir zum Teil in Deutschland noch viel stärker in den USA haben, wo das Parlament sich wirklich unabhängig von der Exekutive begreift und denen so richtig auf die Finger haut, die haben wir ja in Europa überhaupt nicht. Und das wäre aus meiner Sicht dringend notwendig, dass wir sowas bekommen. Die Beklagten haben ja auch. Dann würde es auch eher ein richtiges Parlament werden, weil im Moment, die haben sich vom Bundesverfassungsgericht ja auf die Schenkel geklopft, mehr oder weniger, und festgestellt, dass das Europäische Parlament sehr wohl ein Parlament sei.
Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Also ein Parlament hat normalerweise auch die Möglichkeit, Gesetzesinitiativen einzubringen. Das hat das Europäische Parlament nicht. Und wie gesagt, das Untersuchungsrecht, das Kontrollrecht des Parlaments ist auch ein ganz erhebliches. Und da sehe ich im Europäischen Parlament doch auch erhebliche Defizite. Und auch die Tatsache, dass die Haushaltsentlastung der Kommission regelmäßig verweigert wird. Okay, es wird verweigert, aber letztlich geht es ja dann doch irgendwie immer weiter. Und wie gesagt, es gab erst einmal wirklich einen Rücktritt der Kommission und noch nie ein erfolgreiches Misstrauensvotum. Mhm. Ja. Die Beklagten haben ja auch geltend gemacht, dass das Parlament doch möglichst einig sein müsse. Dafür brauche man starke Fraktionen, damit es überhaupt in der Lage ist, dem Ministerrat oder der Kommission Paroli zu bieten. Ist das nicht ein Argument für große Fraktionen? Ja, die Praxis zeigt ja genau das Gegenteil. Weil das Parlament aus großen Fraktionen hauptsächlich besteht oder die Macht im Parlament haben und die gleichzeitig aber auch diejenigen sind, die Kommission bilden und die, aus denen die meisten Regierungen der Mitgliedstaaten entstammen. Deswegen gibt es keinen, der letztlich den anderen kontrolliert. Ich wollte noch mal auf das Thema Denkfabriken. Ein Beispiel gibt es eine Denkfabrik, die heißt European Council on Foreign Relations. Da ist zum Beispiel, die denken auch darüber nach, wie kann die EU eine Großmacht werden, auch militärisch. Da ist zum Beispiel Springer-Vertreter sind da mit drin, Bertelsmann-Vertreter. Und da sind auch ganz viele, auch amtierende Spitzenpolitiker, auch ehemalige Spitzenpolitiker. Oder es gibt zum Beispiel Bilderberg, die machen jährlich ein großes Treffen und ein ehemaliger EU-Kommissar ist da der Chef. Und zum Beispiel der Herr Ackermann gehört zu den Leuten, der von der Deutschen Bank, die mitentscheiden, wer da eingeladen wird. Und dann sind Leute, kurz bevor sie richtig groß Karriere gemacht haben, sind sie bei Bilderberg gewesen. Und plötzlich danach bekommen sie eben deutlich mehr Medienaufmerksamkeit. Zum Beispiel der Herr Scholz jetzt von der SPD. Und ich frage mich, wenn es einfach mehr die 5%-Hürde weg wäre, könnte man solche Strukturen aufbrechen, zumindest solche Strukturen kleiner bekommen, dass es nicht einen Riesenbilderberg gibt. Das könnte doch vielleicht auch eine Folge sein. Ich meine, das ist immer eine Sache, wenn einige wenige große Gruppierungen, in dem Fall Parteien, die Entscheidungen treffen, sind die leichter zu steuern, auch von außen zu beeinflussen, als wenn es eine Großzahl von kleinen Parteien sind. Nicht umsonst hat man im Deutschen den Ausdruck, einen Tag Flöhe hüten. Und für Transparenz, für Unabhängigkeit wäre das natürlich ein Riesengewinn, wenn mehrere unabhängige Gruppen da sind. Okay. Ich würde die Sendung gleich gerne abschließen. Nächsten Sendung machen möchten. Wir wollen uns beschäftigen in einer der nächsten Sendungen mit Menschenrechten und Landwirtschaft. Wir wollen uns beschäftigen mit Menschenrechten der Vereinten Nationen und Lateinamerika. Und wir wollen uns auch beschäftigen anlässlich der Bilderberg-Konferenz, die im Juni in der Schweiz stattfindet. Wollen wir auch das Thema Bilderberg beleuchten, dazu Leute einladen. Ich auch Leute aus der Schweiz selbst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen der heutigen Sendung. Die Sendung wird ist nachher auch im Podcast zu finden sein. Ich möchte jetzt die Sendung schließen mit einem Interview, last but not least, mit Herrn Armin Grein, den damaligen zweiten Spitzenkandidaten von den Freien Wählern. Die Freien Wähler haben von allen Parteien, die an der 5%-Hürde damals gescheitert sind, am meisten Stimmen bekommen. Und wir haben das Interview deswegen ans Ende gelegt, weil es insgesamt 16 Minuten sind, um nicht so eine lange Unterbrechung dazwischen zu haben. Und ich bitte jetzt um Einspielung des Interviews mit Herrn Grein. Es ist Freitag, der 29. April 2011. Hier ist unser Politikblog. Wir sprechen gleich mit Herrn Armin Grein. Herr Grein ist ehemaliger Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Er war 12 Jahre lang Oberbürgermeister, danach 24 Jahre Landrat und ist heute noch Ehrenvorsitzender der Freien Wähler. Und bei der Europawahl 2009 stand er auf Platz 2 der Europawahlliste.
Am 3. Mai ist mündliche Verhandlung zu 3 von 6 noch im Rennen befindlichen Wahlprüfungsbeschwerden zur Europawahl 2009. Dort wird es im Wesentlichen um die 5%-Hürde gehen. Herr Grein, wie stehen Sie zur 5%-Hürde? Ja, also das ist ja so, dass nur die Deutschen diese 5%-Hürde haben und alle anderen haben die nicht. Das bedeutet, dass also die Deutschen stark benachteiligt sind bei der Europawahl. Vor allen Dingen die kleinen Parteien und die kleinen Vereinigungen, die zur Europawahl kandidieren können. Es ist ja übrigens interessant, dass man zur Europawahl kandidieren kann, ohne eine Partei zu sein. Man muss nur, wie das so schön heißt, eine sonstige politische Vereinigung, SPV sein, eine Vereinigung, die persönliche Mitglieder hat. Und als solche haben auch die Freien Wähler bei der letzten Europawahl kandidiert und sind an der 5%-Hürde gescheitert. Sie hatten, glaube ich, 1,7% nach laut der Wahlprüfungsbeschwerde von einem der Kläger, von Herrn Guido Strack, müssten, wenn es keine 5%-Hürde gegeben hätte, hätten dann 8 der heutigen Europaabgeordneten kein Mandat bekommen und die Freien Wähler hätten gleich 2 Sitze bekommen mit 1,7% der Stimmen bei ja insgesamt 99 Europaabgeordneten. Das ist richtig. Wir hätten also 2 Sitze bekommen und das waren die 2 ersten Sitze. Und diese 2 ersten Sitze, die würden oder wären also der Frau Gabriele Pauli zugefallen und mir. Ich war an 2. Stelle, die Frau Pauli hat die Freie Wählerliste angeführt. Ich glaube, dass diese Wahlprüfungsbeschwerde, die jetzt da eingereicht worden ist, vom Bundesverfassungsgericht ganz sicherlich gerade in diese Richtung geprüft wird. Wobei ich also sagen muss, während der zweite Bereich, diese starren Listen, da meine ich, das bedarf einer noch größeren Diskussion, wie man das also verändern könnte. Aber die 5%-Hürde müsste eigentlich fallen. Wenn die 5%-Hürde damals nicht gewesen wäre, wäre Frau Pauli dann vielleicht heute noch bei den Freien Wählern? Das ist durchaus möglich, ja. Und es ist ja so gewesen, dass sie auch deswegen bei den Freien Wählern ausgeschlossen worden ist, weil sie eine eigene Partei gegründet hat, hat mit dieser Parteigründung dann zunächst sehr viel Furore gemacht mit der sogenannten Freien Union. Die haben sich dann aber zerstritten und Frau Pauli ist ja dann abgetreten, beziehungsweise die Partei, von der hört man nichts mehr, von der Freien Union. Sie wird auch kaum mehr existent sein, ich weiß es nicht so genau. Aber im Übrigen ist die Frau Pauli ja noch im Bayerischen Landtag. Sie ist jetzt fraktionslos, sitzt dort in der letzten Reihe, wie ich mir habe anschauen können. Und sie hat ihre letzte Rede, hat sie bei der Haushaltsberatung gehalten. Da war sie als letzte Rednerin dran und hat dabei sehr, sehr bewegende, fast esoterische Worte gesagt, die leider, die sicherlich leider bei dem Landtag nicht ankamen. Gut. Wenn Sie jetzt ins Europaparlament einziehen sollten, entweder über Neuwahlen oder weil man das damalige Wahlergebnis vielleicht berücksichtigen wird, ohne 5%-Hürde, was werden dann Ihre Schwerpunkte im Europaparlament sein? Also zunächst einmal glaube ich nicht, dass man auf eine Wahlwiederholung drängen wird, ja, sondern wenn das kommt, dass die 5%-Hürde fällt, dann wird man wohl
diejenigen, die damals gewählt worden wären oder gewählt worden sind, die wird man dann ins Europaparlament holen und andere dafür, die für diese nicht 5% erreichten Kandidaten reingekommen sind, die wird man wieder rausnehmen. Aber was unsere was wir dann versuchen würden zu verwirklichen, das wären vielleicht, ich fasse das mal vielleicht in 5 Punkten zusammen. Also wir meinen, dass Europa demokratischer werden muss. Was heißt das? Also dass der Begriff Demokratie ist in Europa eigentlich nicht mit Inhalten gefüllt. Das ist keine Volksherrschaft. Das heißt, es ist natürlich so, man wird die Kommission nicht vom Volk wählen können, aber zum Beispiel den Präsidenten, den könnte man schon vom Europäischen Parlament auswählen. Und dann müsste man auch über solche Dinge abstimmen, wie zum Beispiel Reformvertrag von Lissabon. Da ist ja der Bürger auch nicht gefragt worden. Da hätte man durchaus den Bürger fragen sollen, wie das auch in anderen Ländern war. Das war auch ein Wahlversprechen von Ihnen damals. Ja, war auch ein Wahlversprechen. Ja, wir haben auch darüber geredet. Es ging da im Wesentlichen um die Türkei. Da haben wir also gesagt, momentan Neuaufnahmen nicht, aber warum nicht, wenn sich Europa ein bisschen konsolidiert hat, dass man wieder die Türkei zumindest überlegt, ob man die Türkei nicht aufnimmt. Denn die Türkei ist ja sicherlich ein großes Bollwerk für Europa gegenüber den asiatischen und auch afrikanischen Staaten. Ja, dann haben wir Folgendes vor, das wird natürlich schwer sein. Wir wollen also dem Europaparlament mehr Einfluss gewähren. Das braucht auch mehr Einfluss. Da ist zwar jetzt durch den Lissabonner Vertrag der Einfluss etwas gestiegen, aber es ist immer noch so, dass der Präsident und die Kommissare, von denen es eigentlich viel zu viele gibt, sehr selbstherrlich entscheiden. Und sie werden dann von den bei ihren Entscheidungen von den Mitgliedern, von den Mitgliedstaaten, von den Regierungen der Mitgliedstaaten stark beeinflusst. Eine wichtige Rolle spielt dabei ja der Ministerrat. Und ganz zum Schluss wird auch das Europaparlament gefragt, aber eigentlich nicht richtig gefragt, sondern es darf dann das, was da vorgeschlagen wird, abnicken. Und wir sind also der Meinung, dass wir schon das Europaparlament im Stadium Nascendi, also bei Richtlinien und Verordnungen einbeziehen müssten und dass intensiver eigentlich auch solche Richtlinien, die bestimmte Regionen betreffen, dass dann die Regionen auch mit einbezogen werden sollten. Sie sagen einbeziehen. Geht es Ihnen auch um ein Initiativrecht des Europaparlaments? Und ich meine, die Mitgliedstaaten, die werden doch schon einbezogen, zumindest angehört bei Entwürfen. Und wie ist das bei den Regionen bisher? Die werden, glaube ich, nicht angehört immer? Die werden nicht angehört. Also es ist ein Beispiel, ich wohne ja in Franken. Das typische Beispiel ist ja der fränkische Boxbeutel. Ja, den wollte man also verbieten, diese Flaschenform, in der Wein ist in der Flasche, wollte man verbieten. Und da sind ganz zum Schluss auch die Europaabgeordneten gefragt worden. Da war es fast schon entschieden. Und jetzt hat man diese gefällte Entscheidung des Verbotes dieser Flaschenform jetzt erst ausgehebelt, aber das kommt sicherlich wieder. Also ich meine, man müsste mehr auch die Interessen der Regionen zumindest in der Vordiskussion für solche Richtlinien und Verordnungen mit beteiligen. Dann haben wir ein weiteres sehr schwieriges Thema eigentlich, was man angreifen müsste, das ist die Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung, namentlich zwischen der Legislative und der Exekutive, wird in der Europäischen Union nicht so wie in den meisten Mitgliedstaaten
eingehalten. Die Judikative ist zwar eindeutig getrennt, aber es gibt zwischen der Legislative und der Exekutive engste Verflechtungen. Viel engere, als das auf nationaler Ebene da ist. Das heißt, und vor allem die Kommission nehme ich an. Ja, und das ist irgendwie ein Problem, weil eigentlich Legislative und Exekutive wirklich getrennt sein müssten. Und da sind ganz große Verwerfungen teilweise auch da. Man kann natürlich auch sagen, die Effektivität der Richtlinien ist damit größer, man kommt schneller zu diesen Richtlinien und Verordnungen, aber eigentlich ist das ja nicht demokratisch. Wir brauchen schon die Gewaltenteilung. Ich denke, dass auch da in der Richtung es wichtig wäre, dass der Verantwortungsbereich des Europäischen Parlaments gestärkt werden müsste. In allen Mitgliedstaaten haben also die Parlamente im Gesetzgebungsverfahren ja volle Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Nur im Europaparlament ist eigentlich das Abnicken von Normen, die von der Kommission vorgelegt werden, noch zu oft an der Tagesordnung. Also man müsste auch da eine evidente Gewaltenteilung realisieren. Dann hätten wir deutlich gemacht, wenn wir in das Europaparlament gekommen wären oder hineinkommen, dass wir unbedingt die Lobbyisten in Europa zurückdrängen müssen. In vielen Demokratien in Europa blüht ja der Lobbyismus, aber die mischen auch zu Recht, die Lobbyisten mischen zu Recht in den Gesetzgebungsverfahren mit. In Europa aber wird die Aufdringlichkeit der Lobbyisten direkt zum Unwesen. Also jede Organisation, jeder Verband, jede Gewerkschaft, jeder Arbeitgeberverband, auch die Kommunen, viele Verbände im religiösen, kulturellen oder auch im sozialen Bereich haben in Brüssel sogenannte Niederlassungen. Und ich war einmal in Brüssel gewesen und habe mir mal solche Niederlassungen angeschaut und habe dann gefragt, was sie eigentlich für Aufgaben haben. Und das Ergebnis war, sie müssen dann, wenn sie merken, dass irgendwo eine Verordnung, eine Richtlinie, also ein Gesetz entsteht, sofort dahin gehen, versuchen einzugreifen und das zu beeinflussen. Also ich meine, sowas ist natürlich sehr gefährlich. Ich denke nur mal daran, dass zum Beispiel, habe ich auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, die Zentralverbände Elektrotechnik, Elektroindustrie für die energiesparende Beleuchtungsrichtlinie waren. Und die haben sich bei der Kommission dafür eingesetzt, dann haben die sie auch erlassen. Jetzt muss also alles saniert werden. Und wer ist denn der Gewinner davon? Eigentlich nur die Industrie bzw. die Elektrotechnik, Elektroindustrie und der Bürger bezahlt. Also ich denke mal, da muss gewaltig Einhalt geboten werden. Dieser Lobbyismus ist sehr überzogen. Wir haben ungefähr noch eine Minute. Wie wollen Sie dem Lobbyismus Einhalt gebieten? Vielleicht noch stichwortartig, mit welchen Mitteln? Ja, das geht also nur, indem wir also die Politik stärken, indem wir zum Beispiel das Parlament stärker machen. Und da sind die Leute, die Abgeordneten, ja nicht so abhängig von den einzelnen Lobbyisten, die auf sie zukommen. Außerdem sind es mehrere und man könnte das sicherlich nicht ganz, aber man könnte das ein Stück zurückdrängen. Und das Letzte, was ich also noch sagen will, wir müssten das Prinzip der Subsidiarität stärken. Was wir in den Regionen, in den Ländern, was wir im Bund regeln können, das muss nicht von Brüssel aus geregelt werden. Und da sehe ich überhaupt einen großen Nachteil von Brüssel. Aber was wir noch als Neues dazu genommen haben, das ist, dass wir auch diese Übersetzungsgeschichte, diese
geht, da muss ich halt selbst einen Dolmetscher dann mit nach Hause nehmen oder mitnehmen. Und das ist das eine. Und das andere ist auch die Tatsache, dass wir zwei Standorte haben, ja, dass wir auf der einen Seite Brüssel und dann Straßburg haben. Irgendetwas muss da abgebaut werden, das kann nur Straßburg sein. Das muss man schrittweise machen, denn da wird wahnsinnig viel Geld zum Fenster hinausgeschmissen, wenn die alle 14 Tage von Brüssel nach Straßburg fahren und nicht nur die Abgeordneten fahren, sondern auch der ganze Tross von Akten hinten nachgebracht wird. Das kostet eine Menge Geld, das sollte man eindämmen. Alles klar. Ja, das sind also die wesentlichen Dinge, die wir versuchen wollen durchzusetzen. Wir wissen aber, wie schwer es ist, wenn man da zu zweit, zu dritt oder meinetwegen, wenn man sie mit anderen zusammentut, auch zu 20 in dem Europaparlament.